Guten Abend, verehrte Gäste. Herzlichen Dank an Robert Matt für seine einfühlsame Eröffnung am Piano. Fußball kann nicht schöner sein. Der Pianist wird uns mit seinen musikalischen Kunstwerken weiter begleiten. Heute jedoch gehört unsere Aufmerksamkeit einem anderen Kunstwerk, dem Buch. Nicht alle Bücher sind Kunstwerke, aber die allermeisten. Sie bereichern unser Leben, geben unserem oftmals grauen Alltag Farbe. Ich liebe Bücher, stöbere gerne in Buchhandlungen und Bibliotheken. Ein gedrucktes Buch in den Händen zu halten, finde ich es immer noch ein richtig sinnliches Vergnügen. Eine Welt ohne Bücher, so bedeutet der Abt in Umberto Ecos Bestseller Im Namen der Rose gegenüber seinem Besucher William, wäre ein Baum ohne Blätter, eine Wiese ohne Blumen. Schrecklich. So eine Vorstellung. Leider ist eine solche düstere Vision gar nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Ob in der Gesellschaft oder in der Politik, wir müssen uns den Tatsachen stellen oder, wie mein Fraktionsvorsitzender Volker Kauder ernüchternd bemerkt, wenn bei uns Abgeordneten die Fantasie ins Kraut schießt, kluge Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und zu dieser gehören Sie heute Abend hier. Ihnen allen herzlich willkommen zur Buchsoiree der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und dieser Gruß gilt besonders den Mitwirkenden, Julia Frank, Julia Klaren, Dirk Kupjoweit, Professor Gottfried Honnefelder, Helge Marchol, Ranga Joschewa und natürlich auch der munteren Moderatorin Tanja Samrotzki, sowie allen Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Ministern und Staatssekretären. Schön, dass Sie an diesem literarischen Kulturabend dabei sein können. Sie und uns alle, uns Einladende, eint der Vorrang von Sprache und Wort vor der Tat. Und wer diese Prinzipien nicht teilt, der ist nach Auffassung von Johann Wolfgang von Goethe des Teufels. Im Johannesprolog formuliert Faust zuerst: Am Anfang war das Wort. Dann kommen ihm Zweifel: Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Er entscheidet sich neu: Am Anfang war die Tat. Und was geschieht? Es erscheint Mephisto, der Teufel, und die Tragödie beginnt. Dass der Ort des Buches, dass der Ort des Wortes ist das Buch. Allein in unserem Land erscheinen Jahr für Jahr 90.000 neue Werke. Welch ein Reichtum. Fachkenner behaupten, 100 Autoren können von ihren Resultaten leben, 15.000 aber nicht. Zu den Letzteren gehöre ich, was mich aber nicht veranlasste, Abgeordneter zu werden. Als Autor von Büchern und Bühnenstücken weiß ich ein wenig um die Praxis eines Kreativen. Um ein neues Buch herauszubringen, hat mir mein Verlag ein dreifaches Angebot unterbreitet. Festnahme von 350 Exemplaren, oder 5.000 Euro bar oder gar nicht. Das alles mit der ermunternden Bemerkung: Wer liest schon Bücher von Bundestagsabgeordneten? Doch das Los der Autoren ist nur eine Facette des Buchmarktes. Wie steht es um die Situation der Verlage, des Handels, des Buchmarktes in der Bundesrepublik insgesamt? 9,6 Milliarden Euro betrug der imponierende Umsatz des Buchhandels 2011. Ist jetzt der Zenit überschritten?
befindet sich der nach China zweitgrößte Buchmarkt der Welt im Zeitalter von Amazon, E-Book und Self-Publishing am Beginn einer revolutionären Veränderung? In welcher Weise wird davon die einzigartige Buchlandschaft unseres Landes mit 3.500 Buchhandlungen und über 2.000 Verlagen erfasst? Benötigen Autoren noch Verlage oder muss das Kulturgut Buch bei uns in Frankreich oder in anderen europäischen Staaten vor US-Monopolisten geschützt werden? Trifft die Befürchtung von Ragnar Jogeshwar zu, geht uns in der Amazon-Welt ein Stück Kultur verloren? Oder müssen wir Kultur neu denken? Dieser Kulturabend unter der Kuppel unseres Reichstagsgebäudes bietet ausreichend Zündstoff und er hat einen aktuellen Bezug. Gestern, am 23. April, war der UNESCO-Welttag des Buches. Und ich danke auch im Namen meines Fraktionsvorsitzenden allen Buchhandlungen und Veranstaltern unseres Landes, die sich auch in diesem Jahr wieder an der UNICEF-Spendenaktion für die Lese- und Schulförderung in Afrika beteiligt haben. Herzlichen Dank. Zu Ihnen spricht jetzt unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder, ein besonderer Bücherfreund. Schön, dass Sie da sind. Lieber Wolfgang Berntsen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die größte Werbeveranstaltung für das gedruckte Wort, für das Buch überhaupt, ist die Buchmesse in Frankfurt. Es gibt überhaupt nichts Bewegenderes, Faszinierenderes, als auf der Buchmesse die ganze Welt des Buches, der Verlage zu erleben und dort einzutauchen. Und für dieses einmalige Erlebnis sage ich Ihnen, lieber Herr Honnefelder, einen herzlichen Dank. Die Welt des Buches, Buchmesse, hat ein Gesicht und sie heißt Honnefelder. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum beschäftigen wir uns in der Bundestagsfraktion mit diesem Thema? Nun, es hat konkrete Auswirkungen und es stehen auch konkrete Entscheidungen an. Aber das allein reicht nicht aus, sondern ich finde, wir müssen uns mit einer kulturellen Entwicklung befassen, die vieles in unserem Land verändern könnte. Und uns die Frage stellen, wollen wir diese Veränderung? Was wollen wir bewahren? Und was können wir dafür auch tun? Die Sprache ist das wichtigste Handwerkszeug eines Politikers. Leider wird sie nicht immer so eingesetzt, wie es notwendig und sinnvoll wäre. Und dabei ist die deutsche Sprache etwas was ganz Besonderes, weil ich nämlich glaube, dass es keinen Sachverhalt gibt, der nicht präzise mit der deutschen Sprache beschrieben werden könnte. Und die deutsche Sprache ist natürlich durch die Literatur, durch die Wissenschaft etwas ganz Besonderes geworden. Und wir sehen mit großer Sorge, dass Deutsch als Wissenschaftssprache immer mehr in den Hintergrund zurückgedrängt wird. Ich will aber auf gar keinen Fall, dass Deutsch als Sprache der Literatur, als Sprache der Denker, als Sprache der Philosophie verschwindet. Und deswegen sollten wir überall dort, wo wir unterwegs sind, auch die deutsche Sprache einsetzen. Ich kann mich nicht damit anfreunden, wenn ich im Ausland unterwegs bin und ganz egal, wo ich bin, mir bei offiziellen Terminen gesagt wird,
können wir uns nicht in Englisch unterhalten. Ganz egal, wo man ist, Englisch soll es gemacht werden. Vor allem finde ich das eine besondere Form der Gastfreundschaft, wenn die Amerikaner sagen, wir unterhalten uns in Englisch. Und ich sage, nein, wir unterhalten uns in Deutsch und Englisch und übersetzen die ganze Geschichte. Vor allem, wenn es besonders schwierig wird, lege ich auf große Präzision Wert und diese Präzision bringe ich eben nur in der deutschen Sprache und nicht in meinem angelernten Englisch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die deutsche Sprache und das Buch hängen eng zusammen, wenngleich ich natürlich auch zugeben muss, dass deutsche Sprache und Zeitschriften auch etwas miteinander zu tun haben. Auch im Fernsehen, man kann es zwar nicht immer behaupten, dass es dann die deutsche Sprache ist, die kommt, aber trotzdem auch da. Und deswegen ist das Buch und Sprache ein besonderes Thema. Aber das Buch selber, es hat noch nicht nur Information. Wir Politiker lesen ja viele Bücher mit einer besonderen Form des Lesens und versuchen, Informationen zu bekommen. Aber das Buch hat auch noch etwas anderes. Wie kein anderes Medium kann es Fantasie befördern, kann es Bilder entstehen lassen, kann es fesseln, dass man es nicht mehr aus der Hand legen will. Aus der Hand legen? Nein, dass man vielleicht sein iPad nicht mehr aus der Hand legen will. Das Buch und die Literatur waren Avantgarde. Sie haben gesellschaftliche Entwicklungen vorangetrieben. Im Augenblick hat man den Eindruck ein wenig, als ob jetzt eine neue Phase begonnen hat, wo die Technik die Literatur und das Buch treibt und sie die Avantgarde ist. Wenn ich auf längeren Reisen unterwegs bin und sehe, dass immer weniger Leute im Zug oder im Flugzeug ein Buch aus der Tasche holen, sondern ihr iPad, dann beschleicht mich da ein ganz besonderes Gefühl. Nicht, weil ich denke, ich bin noch nicht so weit und sei vielleicht aus der Zeit gefallen, sondern weil ich eben mir nicht vorstellen kann, dass man die Gegenständlichkeit, den physischen Kontakt zu dem, was Buch bedeutet, einfach weglegen kann und sagen, ich nehme nun ein elektronisches Medium. Trotzdem wird die Entwicklung dahin gehen. Es sind noch keine dramatischen Zahlen. In Amerika ist es wesentlich weiterentwickelt. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, die Wirklichkeit anschauen. Es wird das Hardcover-Buch, wie ich noch sage, durch die elektronische Möglichkeit noch eine Zeit lang ergänzt und dann vielleicht auch dann weiter betrieben. Und deswegen muss ich mir die Frage stellen, all das, was ich jetzt für das Buch bereits als gute Voraussetzung habe, ob ich dies auch weiterführen will. Und da sage ich, für mich ist die elektronische, die neue Möglichkeit auf iPad, Tablets und vielem anderen nicht etwas grundlegend Neues. Denn es kommt entscheidend bei aller Verliebtheit in das Buch in die Hand zu nehmen und es zu riechen und zu sehen, dass es schön gemacht ist, kommt es, also das sinnliche Erlebnis, kommt es entscheidend auf den Inhalt an. Das Buch auf dem iPad, also aus ganz normale Weiterentwicklung des gedruckten Buches, Buch in anderer Form. Und daraus kommt für mich die ganz logische Konsequenz. Das, was jetzt für das Buch gilt, nämlich die Buchpreisbindung, muss auch für diese Weiterentwicklung gelten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich, keiner kann mir jetzt eine Frage stellen, das ist eigentlich schön. Trotzdem spüre ich, dass natürlich die Fragen da sind.
Was ist eigentlich mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz, den wir jetzt auf das gedruckte Buch haben? Jetzt muss ich zunächst einmal sagen, wenn es richtig ist, und Sie haben das ja unterstützt, dass die Weiterentwicklung des Buches auf dem iPad auch Buch ist, dann wird es einem sehr schwer fallen, eine redliche, überzeugende Begründung zu geben, warum das elektronische Buch nicht auch wie das andere Buch mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz versehen werden soll. Mir fällt keine ein. Wolfgang Schäuble würde sagen, tja, dort, wo das Herz hängt, ist die Begründung einfach. Stimmt. Und das Herz hängt am Buch. Und deswegen kann ich nur sagen, ich will keine neuen Ausnahmebestände für die Mehrwertsteuer. Wir sollten eher zu einer Harmonisierung kommen. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, überhaupt das Thema hinzukriegen, weil wir nämlich am Thema Kultur und Zeitung und Verlage überhaupt keine Übereinstimmung finden werden. Aber solange das ist, meine ich schon, keine neuen Tatbestände, aber die alten Tatbestände auf das anzuwenden, was genau das ist, wo wir es bisher auch machen. Und deswegen werde ich diese Position auch versuchen umzusetzen, so schwer es ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich muss ich an diesem Punkt jetzt auch einen Satz sagen. Sie ist zwar heute nicht da, aber sie hat Anspruch darauf, dass ich auch das sage, nämlich Frau Baumhöfer vom Hörbuchverlag. Da teile ich die Auffassung auch mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz. Buch ist Buch, ob auf der CD oder auf dem anderen. Also ganz klare Position, wir müssen alles dafür tun, dass das Buch in einer schwierigen Phase überlebt. Aber mit dem Buch hängt ja auch zusammen der Vertrieb. Und mit dem Buch zusammen hängen ja auch Erlebnisse und Erfahrungen im Buchhandel zusammen. Und da erleben wir natürlich, dass der Buchhandel erheblich unter Druck gekommen ist. Nicht erst durch Amazon, sondern er ist unter Druck gekommen schon durch große Häuser, die kleineren in Schwierigkeiten gebracht haben. Aber jetzt kommt eine neue Kategorie. Und da finde ich schon, sollte der Buchhandel etwas selbstbewusster mit seinen Möglichkeiten umgehen. Wir müssen auch viel deutlicher machen, und ich will dafür auch werben, dass man Bücher nicht nur im Buchhandel kaufen und nicht nur bei Amazon bestellen kann, sondern dass die Buchhändler selber eine Plattform haben, bei der man die Bücher bestellen kann und manchmal die Dinge viel besser bekommt als woanders. Wir sollten also viel selbstbewusster dafür werben, dass wir als Buchhändler Freunde und die Buchhändler Möglichkeiten haben. Wer weiß denn schon? Jeder weiß, was Amazon ist, aber kaum einer weiß, dass auch der deutsche Buchhandel eine interessante Plattform hat, wo man Bücher bestellen kann. Dafür müssen wir mehr werben. Und wir müssen natürlich auch dafür werben, dass der Buchhandel als Beratungseinrichtung Informationen geben kann, die wir so nicht haben. Wir werden damit eine weitere Reduzierung des klassischen Buchhändlers, des kleinen mittelständischen Buchhändlers nicht verhindern können. Das ist der Lauf der Welt, dass sich da auch etwas verändert. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kontakt zum Buch sollte sich nicht ausschließlich im Anonymen mit meinem Internetanschluss abfinden. Das sollte nicht sein. Dafür werben wir. Und das, was wir als Politik tun können, in den Rahmenbedingungen, wollen wir auch tun. Da sind wir auch auf Ihre Einschätzung und auch auf Ihre Vorschläge angewiesen. Und dem soll dieser heutige Abend dienen. Mit dem Buch hängen eine ganze Reihe anderer Fragen zusammen, mit denen ich mich auch beschäftige, nämlich die Frage von Urheberrecht und vor allem von einer Frage,
wie einen großen deutschen Literaten, dessen Jahrestag wir im letzten Jahr gefeiert haben, nicht ausschließlich, aber doch auch in den Tod getrieben haben, nämlich Kleist, der darunter gelitten hat, dass er von seiner Arbeit, von seinem Schreiben nicht leben konnte. Und deswegen kann ich nur sagen, jemand, der sich der Kultur, der Literatur, der Kunst verschreibt, hat keinen Anspruch darauf, dass er mit seiner Arbeit und von seiner Arbeit leben kann. Aber er muss eine Chance haben, dass er von seiner Arbeit leben kann. Und deswegen ist der Satz absolute Freiheit im Netz nicht der Satz, den wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion vertreten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies alles zusammennehmend wünsche ich uns jetzt einen interessanten und spannenden Abend. Wir werden uns immer wieder mit diesem Thema befassen müssen. Und solange es Chancen gibt, das Buch zu verteidigen, werden wir es tun. Herzlichen Dank. Ich habe es so gut geübt. Ich soll nämlich jetzt ankündigen, dass Tanja Samrotzki jetzt die Moderation übernimmt und ich darf ihr hiermit das Wort übergeben. Bitte, Frau Samrotzki. Vielen Dank, Herr Kauder. Ja, Buch ist Buch. Ich glaube, zu dieser Aussage werden wir heute noch das ein oder andere Mal zurückkommen. Meine Damen und Herren, damit wir alle wissen, worüber wir überhaupt reden, habe ich Ihnen ein Buch mitgebracht. Ich hoffe, Sie haben es noch nicht gesehen. Ich habe Ihnen nicht irgendein Buch mitgebracht. Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht, von dem Rolf Vollmann versichert, es sei das beste Buch der Welt. Und Rolf Vollmann muss es eigentlich wissen, der ist für die FAZ jahrelang durch das Meer des Romans geschippert und seine Serie hieß Das Jahrhundert des Romans. Und dieses Buch ist die Krönung, Moby Dick. Wer kennt das? Also links ist besser, rechts noch ein bisschen nachsitzen. Dieses Buch ist bestimmt ganz toll. Ich muss gestehen, ich habe es meinem Mann geschenkt. Ich habe noch nicht mit angefangen. Ich hatte als Schülerin so eine Kinderausgabe, die war nicht schön, aber ich glaube, das hier ist besser. Dieses Buch hat noch ein Charakteristikum. Es macht seinem Namen alle Ehre. Es wiegt 1090 Gramm. Ziemlich viel. Falls Sie lieber was Leichteres lesen, habe ich auch was dabei. Nämlich diese kleine Festplatte hier. Die wiegt 170 Gramm, sie umfasst 3 Terabyte und damit hat sie Platz für sämtliche Bände der Heidelberger Universitätsbibliothek. Das sind 3 Millionen. Wir sehen daran, übrigens kostet dieses Ding 100 Euro, das Moby Dick kostet glaube ich 30, diese Festplatte für 3 Millionen kostet 100 Euro. Wir sehen daran, dass das Buch ziemlich herausgefordert ist im digitalen Zeitalter und damit natürlich auch die Autoren. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Frau Frank, die Herausforderung annehmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ich über Sie gelesen habe, dann können Sie auch gar nicht anders. Sie haben geschrieben, ich könnte es mir nicht aussuchen, nicht zu schreiben, weil Schreiben für Sie ein Überlebensmittel ist. Sie haben damit begonnen in Marienfelde, im Notaufnahmelager. Da waren Sie 8 Jahre alt und Sie sagten, es sei für Sie ein Versuch gewesen, die Welt zu begreifen, die Welt an einem Ort, der sicherlich nicht ganz schön ist für ein 8-jähriges Kind. Sie haben dort Heft um Heft gefüllt und 20 Jahre später Ihr Romandebüt veröffentlicht, Der neue Koch heißt das. 2007 schließlich hat Julia Frank dann den Deutschen Buchpreis bekommen für ihren 4. Roman, Die Mittagsfrau. Julia Frank ist eine der wenigen Berlinerinnen, die nicht aus Schwaben kommen. Sie ist erst im Ost- und dann im Westteil der Stadt aufgewachsen und sie wohnt jetzt mit ihren Kindern, Oskar hat sie mitgebracht, in Friedenau. Und, das sagt sie selber, sie hat sich für Friedenau entschieden, weil sie da nicht so viele Kollegen trifft wie im Prenzlauer Berg. Frau Frank, seien Sie gewarnt, in Mitte ist die Autorendichte auch ziemlich hoch, heute Abend vielleicht zumal. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie trotzdem gekommen sind. Vielen Dank, Frau Frank.
Ja, guten Tag. Das war eine sehr schöne Einführung, die mich gleich zu dem Satz verleitet, dass das Glück von uns lebendigen Menschen ja ist, dass das Internet überhaupt nicht alles weiß. Stimmt gar nicht, dass ich in Friedenau wohne. Ich habe da länger gewohnt, das stimmt. Und seit ich weiß, wie habgierig dieses Internet ist, gehe ich sehr sorgsam und geradezu intim mit den Informationen aus meinem wahren Leben um. Ich verrate Ihnen jetzt nicht, wo wir heute wohnen. Schön fand ich auch von Herrn Kauder die Ausführungen und auch seine Haltung dazu, dass er sich wünscht, dass Amazon ähnlich wie die deutschen Verlage bzw. der deutsche Buchhandel mit dieser etwas verschlankten Mehrwertsteuer leben sollte. Tatsache ist ja, wir wissen, dass alle, die wir einen E-Reader benutzen und wirklich Bücher lesen, sie also auch mal kaufen, wir wissen, wir bekommen gar keine Rechnung von Amazon. Wir bekommen eine Bestellbestätigung und das Geld wird von unserem Konto abgebucht, aber niemand von uns hier im Saal wird jemals eine Rechnung von Amazon gesehen haben, weil Amazon nämlich seine Gewinne und seine Einkünfte in den Benelux-Ländern umschlägt. Insofern ist das ein frommer Wunsch und ich bin schon sehr neugierig, wie das sich zutragen wird in Zukunft. Ich werde ein bisschen länger als im Programm steht sprechen, weil mir vorher gesagt worden ist, 20 Minuten und nicht 15. Die Zukunft des Buches. Ich habe länger darüber nachgedacht, was die Zukunft des Buches für eine Frage sein kann. Es ist natürlich, und wir haben das jetzt auch gerade schon gehört, vor allem erstmal die Frage nach dem Produkt, nach dem Papier, nach dem bedruckten Gegenstand, nach dem Objekt. Und dieses Objekt wird vielleicht seine Zukunft mit der Gegenwart des Mörsers teilen. Der Mörser ist so ein Gegenstand, mit dem man Gewürz und auch Getreide mahlen kann und das schon seit vielen, vielen Jahrtausenden. Auch dieser Gegenstand wird heute noch benutzt in manchen Küchen, dort, wo die Menschen Wert auf das frisch gemahlene Korn, auf den Duft, auf den Geschmack des frischen Aromas legen, aber sehr rückläufig. Viele Menschen wissen nicht einmal, was ein Mörser ist. Dieses Buch zu lesen bedeutet ähnlich wie der Umgang mit dem Mörser in der Küche Zeit. Und das ist vielleicht das teuerste und wie mir scheint manchmal heute das knappste Gut, von dem wir alle behaupten, wir hätten sie nicht. Wie oft habe ich Lesungen gegeben und dann kamen Partner der Leserinnen und Leser zu mir und sagten freundlich, sie hätten auch gerne ein Autogramm, obwohl sie gestehen müssen, sie kommen gar nicht mehr zum Lesen. Ihre Zeit ließe das einfach nicht zu. Ich glaube, die beste Therapie, prophylaktisch, aber dann auch behandelnd, therapeutisch, gegen den Zeitmangel, ist das Lesen selbst. Ich glaube, wir empfinden Zeit niemals so stark wie mit diesem Medium der Erfahrung. Es ist auch das einzige künstlerische Medium, das unsere eigene, unsere individuelle Zeit mit einbezieht. Also nicht nur wie in einem Konzert, wir uns in die Zeit der Erzeugenden, der zu Gehör bringenden Interpreten hineinzwängen lassen, sondern das Buch verlangt von uns unsere ganz individuelle Zeit, die Zeit des Lesens, in der wir uns Gedanken machen, in der wir Empathie und alle anderen Sinne entwickeln müssen, entwickeln dürfen, Erfahrung machen dürfen. Auf Lesestoff muss auch in Zukunft niemand verzichten. Es wird so viel geschrieben in winzigen informativen Häppchen wie nie zuvor, sei es per E-Mail, per SMS oder Twitter. Und ich glaube auch nicht, dass wir einfach sagen können, diese Worte hätten und besäßen keinerlei Anrecht und Möglichkeit zur Schönheit. Natürlich gibt es auch darunter durchaus Poesie. Aber sie ist schnell entstanden und in der Masse natürlich legt nicht jeder Wert auf die richtige Orthographie, auf Schönheit, auf eine Dramaturgie. Literatur beginnt vielleicht erst da, wo auch das ästhetische Moment einsetzt. Worte sind von ihrem Trägermaterial nicht abhängig. Literatur lässt Bilder und Welten im Kopf des Lesers entstehen. Sie ist Schönheit im Rezipienten, gerade und ausschließlich immateriell.
Ihr Wert entsteht erst beim Lesen, nicht im Besitzen irgendwelchen Papiers oder technischer Geräte, nicht in der Repräsentabilität eines Bücherregals oder einer digitalen Hab-ich-auch-Bibliothek like it. Dieser Umstand wird immer wieder vergessen, wenn es um Markt, Urheberrecht und die Zukunft der kopierbaren Künste geht, ihrer Erzeuger und Erzeugnisse. Fragen wir also statt oder neben der Zukunft des Buches nach der Zukunft der Literatur, nach Romanen, nach langen Texten, deren Rezeption seit jeher Zeit verlangt, während die Rezeption von bildender Kunst vor allem Raum benötigt. Es wird sich mit dem materiellen Gegenstand Buch ähnlich wie mit dem Mörser verhalten. Manch einer wird das Buch erwerben, weil er den Druck auf Papier schätzt, den Geruch und das Geräusch des Blätterns mag. Es werden nur wenige sein, so wie die wenigsten Menschen heute noch diesen Mörser in der Küche verwenden. Den meisten Literaturliebhabern wird es bei entsprechender Gewohnheit nicht wichtig sein, ob sie einen Roman auf Papier oder im E-Reader lesen, ob sie für den Roman 20 Euro, 2 Euro oder gar nichts zahlen müssen. Ihr Lesekonsum wird sich, wie beim Bibliotheksbesucher, kaum nach solchen Kriterien richten. Wer das behauptet, denkt an Handelswerte, nicht an Literatur. Literatur benötigt für ihr Entstehen, wie auch für ihre Verbreitung, das Buch als Gegenstand nicht. Sie verlangt eine Tätigkeit, einen Prozess. Lesen und Schreiben entspricht dem Bedürfnis nach Rückzug aus der beschleunigten und funktionalen Welt hinein in eine intime, innere, dorthin, wo ein Dialog mit einem Außen möglich ist. Im Nachdenken über die Zukunft der Literatur müssen wir zwischen einzelnen Aspekten unterscheiden, die Literatur selbst, also ihr Entstehen, wie der Zugang zu ihr, das Trägermedium, also Papier, Buch, Audiobook, E-Book, Live-Veranstaltung und die ökonomische Verwertbarkeit von Literatur. Für Verlage wäre, das lässt sich für Deutschland zweifellos schnell und klar beantworten, der Fall der Ladenpreisbindung fatal, letal, sogar bei gleichzeitiger Entwicklung erstens einer technisch beliebigen Kopierbarkeit, zweitens einer Monopolisierung der Handelsmacht durch Amazon und drittens dem langsamen Schwinden der bisher verlässlichen Vermittlungsinstanzen wie den Feuilletons. Die bange und sorgenvolle Frage nach der Zukunft des Buches bezieht sich vermutlich auf die Tatsache, dass Literatur, das Immaterielle und Geistige schlechthin, in den vergangenen Jahrzehnten des Wohlstands, der politischen Demokratie und der freien Marktwirtschaft mit dem Materiellen, dem Käuflichen, scheinbar verheiratet war. Aber ist das Entstehen von Literatur wirklich durch Urheberrechte, Besitztümer und Handelsfähigkeit provozierbar, zerstörbar, regulierbar, in ihrem qualitativen oder quantitativen Vorkommen? Es wurde ja vorhin Kleist erwähnt. Hat Kleist weniger geschrieben, weil er in Anführungsstrichen nicht davon leben konnte? Oder hätte Rimbaud über sein 17. Lebensjahr hinaus gedichtet, wären ihm höhere Vorschüsse und Gelder in Aussicht gestellt? Literatur und Buch erscheinen heute auf den ersten Blick wie Synonyme und sind doch ihrem Wesen nach unterschiedlich. Es scheint fast wie ein Wunder, dass das Immateriellste unter allen Gütern, unter den Geistigen, das Erzählen und die Dichtung, die schöne Literatur, ausgerechnet von ihrer Materialisierung, der Fixierung auf Papier und dem freien Handel abhängig war. Man müsste einmal die Korrelation zwischen der Literatur, dem Recht und dem Markt genauer untersuchen. Man würde sich der Frage annehmen, inwiefern bedarf die Freiheit der Literatur des Marktes? Inwiefern sind auf diesem Markt aber andererseits auch Prozesse im Gang, die dieser Freiheit schaden? In der Vergangenheit war die Existenz der Dichter von Kaisern, Königen und Fürsten abhängig, die die Schriften der von ihnen geschätzten Verfasser drucken und verbreiten ließen, auf das sie zu Ruhm und Ehre gelangten. Sogenannte Dichter und Schriftsteller wurden. Sie waren es, die deren Arbeit, das Erdenken, Verfassen und Schreiben förderten, indem sie ihnen Vermögen zukommen ließen. Einerseits also waren die Dichter bestimmten marktgesellschaftlichen Zwängen des Kommerzes durch den Schutz ihrer Mäzene nicht ausgeliefert und erfuhren bei Adel und Klerus immer wieder große gesellschaftliche Anerkennung. Andererseits aber standen sie dafür unter dem Druck sehr konkreter Erwartungen und Zwecke ihrer Auftraggeber.
Genau davon hat sie die Entstehung eines anonymen Buchmarktes befreit. Und nicht zufällig wird die Idee der autonomen Kunst und Literatur in ihrer emphatischsten Form ja ausgerechnet im 18. Jahrhundert artikuliert, genau in der Zeit also, in der in Europa ein Markt für Literatur entsteht. Der Nationalsozialismus hat die mit diesem Markt einhergehende bürgerliche Kultur in Deutschland weitgehend liquidiert. Studenten, Professoren und NS-Organe haben in der Aktion Wider den deutschen Geist zigtausende Bücher von jüdischen, marxistischen und pazifistischen Schriftstellern und Verlegern verbrannt. Diese Schriftsteller und Verleger hatten keine Lebensgrundlage mehr in Deutschland. Sie wurden nicht nur verfolgt und vertrieben, sondern ihr Werk wurde vernichtet. Ihre Gedichte und Romane weitgehend vergessen, ein Teil der deutschen Literatur und ihrer Wahrnehmung zerstört. Was übrigens, das am Rande bemerkt, in Zeiten des Internets gar nicht ganz so leicht möglich gewesen wäre. Nach 1945 förderte der Sozialismus innerhalb der DDR die ihm passende Literatur durch Institutionen, wie zum Beispiel dem Johannes-Erbecher-Institut, und wollte die hier ästhetisch wie ideologisch zu formenden Werke entstehen lassen, Werke, die literarisch die DDR und damit auch die politische Ideologie darstellten und repräsentieren sollten. Die Verlage waren indirekt staatlich gelenkt, es waren keine privatwirtschaftlichen, freien Unternehmen. Es wurde der Druck und die Verbreitung unerwünschter Schriften verhindert und verfolgt. Auch heute gibt es zahlreiche Länder in der Welt, in denen politisch, moralisch und religiös unbequeme Bücher nicht erscheinen und ihre Urheber verfolgt werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Besuch der Kairoer Buchmesse 2006, wohin ich mit wenigen anderen deutschen Schriftstellern als Gast eingeladen worden bin. Und diese Buchmesse fand unter sehr hellen, lichten Zelten statt. Über Lautsprecher wurden Texte verlesen. Und bei näherer Erkundigung, um welche Texte es sich handeln würde, wurde mir gesagt, der Schwerpunkt der Buchproduktion läge in Ägypten auf religiöser Erbauungsliteratur. Hinzu kam und kommt der Umstand, dass viele Menschen nicht lesen können und insofern die Lautsprecher eine adäquate Möglichkeit sind, die Schriften zu Gehör zu bringen, zu vertreiben. In der westlichen Welt sorgt die religiöse und politische Einflussnahme dagegen auf die Buchproduktion sowie die Verfolgung bestimmter Autoren und das Nichtpublizieren ihrer Schriften, wie etwa in China und Iran, für Unverständnis. Dagegen werden insbesondere solche Bücher veröffentlicht, die politisch oder moralisch provozieren oder am besten einen TV-Star zum Autor haben, also einen medialen Spektakelwert besitzen und umso leichter handelbar sind. Ausgrenzung und literarische Monokulturen entstehen im Westen nicht durch direkte ideologische Vorgaben oder politische Verfolgung, dafür aber paradoxerweise gerade durch die sogenannte Freiheit des Marktes. Schauen wir nach Schweden, so sind wir überrascht zu erfahren, dass eine gewisse Anzahl Kulturschaffender, es sind etwas über 100, darunter viele Schriftsteller, sogar ein Schachspieler, unter der sozialdemokratischen Regierung der letzten 30 Jahre von ihrem Staat einen Unterhalt erhalten, Statlig Inkommensgarantie, der ihnen lebenslang, also auch im Rentenalter, freies Arbeiten ermöglichen soll. Bewerben konnte man sich hierfür nicht. Eine Jury traf die Wahl. Die bürgerliche Regierung Schwedens hat diese Erfindung vor gut 3 Jahren wieder abgeschafft, da sie nicht marktkonform sei. Dafür engagiert sich der Schriftstellerverband dort, ein ähnliches Modell aus Bibliothekstantiemen zu entwickeln. Österreich hat für seine Schriftsteller und Künstler ein Staatsstipendium, das über 10 Jahre den Lebensunterhalt sichern soll. In Irland, so hört man, zahlen die Schriftsteller erst ab einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro Einkommensteuer. Das ist bei uns anders. Wir sind als freischaffende Schriftsteller in Deutschland bei einem Jahreseinkommen von knapp 50.000 Euro schon im Höchststeuersatz angelangt, haben keinerlei soziale Absicherung, Arbeitslosenversicherung gibt es nicht. Man kann sich nicht mal bei irgendeinem großen Versicherungsunternehmen in Deutschland gegen Arbeitsunfähigkeit versichern, weil das wohl in der Vergangenheit zu allerhand psychischen Problemen bei Schriftstellern führte. Also wir sind sogenanntes Freiwild. Und vielleicht
führte auch diese empfundene Freiheit dazu, dass es in den 50er, 60er Jahren zu einer Mode kam in Buchklappen, in denen Schriftsteller in Deutschland, ich glaube, es gibt keine andere Kultur, in denen dieses Wort fällt, sich freie Schriftsteller nennen. Eine ganz merkwürdige Bezeichnung, der man etwas auf den Grund gehen kann und sich natürlich fragen muss, was ist damit gemeint, ein freier Schriftsteller? Ist das ein Privatier, jemand, der von Luft und Wasser lebt? Ist das jemand, der sich politisch und religiös unabhängig fühlt und das durch den Zusatz freier Schriftsteller zum Ausdruck bringen möchte? Klar ist, ein Schriftsteller ist nicht anstellbar, denn andernfalls wäre er wie im Sozialismus für eine Ideologie vereinnehmbar. Gemeint mit freier Schriftsteller ist sicher die geistige Unabhängigkeit. Die wenigsten Schriftsteller haben durch Institutionen eine Ausbildung erhalten, die sie in den Augen einer Gesellschaft zum literarischen Schreiben befähigt. Keiner von uns steht als Schriftsteller in Lohn und Brot mit sozialer Absicherung bei Krankheit, Armut und Alter. Die wenigsten schreiben für ein äußeres Ziel, für Geld oder für Anerkennung, für einen bestimmten Leser. Ein Schriftsteller schreibt vielleicht aus einer existenziellen und wohl wunderlichen Liebe zur Sprache, einer Abhängigkeit seines Daseins von sprachlichem Denken und einer nicht anders als durch das Schreiben zu besänftigenden und erträglichen Unruhe der Welt gegenüber und ihrem Empfinden darin. Wir nennen es die innere Notwendigkeit, die hier der Quell und Motor der Literatur ist. Bei aller Freiheit und Unabhängigkeit, wir sind verdammt abhängig von sehr vielem. Wie frei haben wir denken gelernt, wie frei und schön kann einer schreiben, was heißt frei erfunden? Wann wird Geschriebenes zu Literatur? Welcher Text, egal ob am Computer oder auf Papier geschrieben, auf Papier oder am Bildschirm gelesen, erregt bei seinem Leser Fantasie, Bilder, Empfindung, Denken, Empathie, Erkennen, Erkenntnis, Urteilen? Vermutlich befassen sich die meisten Literaten mit dem Markt erst, wenn sie einen Roman oder mehrere Gedichte geschrieben haben und einen Weg zu Lesern suchen. Dieser Weg war immer vielfältig. Das Nadelöhr aus dem Rückhalt und einsam Schaffen hinaus in die Öffentlichkeit eng. Heute ist das Gegenteil der Fall. Die Öffentlichkeit ist überall. Sie fordert und bietet ununterbrochen Aufmerksamkeit. Der digitale Markt kennt hier nur ein Gesetz, das des massenhaften Absatzes. Je beliebter bestimmte Bilder, Texte, Themen, desto mehr Klicks, Aufmerksamkeit und umso teurer der Werbeplatz für wiederum Turnschuhe und Autos, Versicherungen und Partneragenturen. Wer wird sich ein Forum für freie Philosophie und Literatur leisten? Muss der Schriftsteller Marketingstratege werden? Dies ist keine rhetorische, sondern eine offene Frage. Je nach Persönlichkeit und Lebenssituation lässt sie vielfältige Antworten zu. Will er mit dem Schreiben von Literatur Geld verdienen? Muss er das? Aus welchen Gründen? Existenziellen, weil er keinen anderen Beruf hat, mit dem er Geld verdienen könnte, weil er Familie hat und es nicht schafft, zwei Berufen nachzugehen, einem zum Geldverdienen von 8 bis 10 Stunden, dem anderen aus innerer Notwendigkeit? Weil er Familie hat, will und muss er mit dem Schreiben Geld verdienen, weil es sich für ihn im Geld einen Ausdruck von Ruhm und Anerkennung zeigt? Wird er für das Geld sein Schreiben verändern wollen, lesefreundlicher, spannender, allgemein zugänglicher gestalten wollen und können, vielleicht sogar Serien und Teamarbeit im Internet anbieten? Entsteht daneben und ohne Korrelation zu ihrer Qualität Literatur nicht ebenso in Verbannung, Armut und im absoluten Abseits jeglicher Wahrnehmung? Ein Schriftsteller muss schreiben und jeder Schriftsteller aus sehr unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichem Umfang. Der eine schreibt pro Jahr ein Gedicht, mit dem alles gesagt ist, für ihn selbst und die Nachwelt. Der andere schreibt 14 Stunden am Tag wie am Fließband, 7 Tage in der Woche, das ganze Jahr hindurch, sein Leben lang. Der eine für die Schublade, der andere unentwegt im Blog oder per Twitter für die Öffentlichkeit. Ruhm und Geld gehen den einen nichts an, den anderen alles. Vielleicht
Lebt der eine noch in einem anderen Beruf oder er lebt gar nicht in Berufen? Vielleicht schreibt er im Krankenbett oder in einem Kloster. Der Schriftsteller ist schreibend kein Anstellbarer, weder für eine Ideologie noch für Anerkennung oder Geld. Gebraucht wird er von all jenen, die Leser sind, die die Literatur lieben und zum Denken benötigen, die mit Worten Erfahrung machen, die in ihrem Zugang zur Welt und deren Möglichkeiten von Literatur abhängig sind. Es spielt dabei kaum eine Rolle, ob die Literatur wie vor Gutenberg und in bestimmten Kulturen und kleinen Sprachen eher mündlich weitergegeben wird, ob sie in Stein gemeißelt, auf Papier gedruckt, im Bleisatz und gebunden oder elektronisch erfasst, auf Papier hundertfach kopiert oder auf einem E-Reader in den Kopf des Lesers gerät. Literatur entsteht ja erst dort, im Kopf des Lesers. Literatur ist das Medium der Zeit. Sie lässt sich nur chronologisch rezipieren und anders als ihre Verbreitung ist die Geschwindigkeit der Rezeption kaum durch irgendein Medium veränderbar und zu beschleunigen. Die Rezeption verlangt Zeit, während sie dieselbe erfahrbar macht. Damit die Literatur weiterhin in ihrer gegenwärtigen Lebendigkeit existieren darf, sollte nicht nur das Urheberrecht und der Leistungsschutz gesellschaftlich, also staatlich und politisch gestärkt und geschützt werden, sondern natürlich hilft die Buchpreisbindung als politisch-gesellschaftliche Subvention jener literarischen Oase, wie sie bei uns in Mitteleuropa in den letzten 2 Jahrhunderten entstehen konnte, wie wir sie schätzen und aus unserer Kultur erblüht wahrnehmen dürfen. Die Buchpreisbindung war die Antwort in Allianz mit der Wirtschaft, die Mitteleuropa im Gegensatz zu anderen Ländern erfunden hat, um Verlagen, Schriftstellern und also Literatur ein Gedeihen zu ermöglichen. Es wäre wünschenswert und ist eigentlich erstaunlich, warum nicht bereits vor 10 Jahren dies geschehen ist, dass sich in Deutschland agierende Verlagsgruppen in einem Punkt zusammenschließen. Sie könnten einen gemeinsamen Reader und entsprechende E-Books auf den Markt bringen. Man würde Amazon, das zu erwartende Handelsmonopol, vielleicht ein wenig streitig machen. Und auch hier würden die Verlage wieder zu ihrem Ursprung zurückkehren, wo im Verlag Druckhaus und Buchhandlung häufig zusammenfielen. Gewiss würde ein solcher Zusammenschluss einige Mediationen benötigen. Die großen Verlagsgruppen Random House, Bonnier und Holzbrinck, aber auch Verlage wie Dumont, Hansa, Suhrkamp und andere müssten sich auf Formate, Vertriebsformen, Handelsbedingungen, Preise, Platzierungskonditionen und vieles mehr verständigen. Ähnlich wie bei der wunderbaren Vision der Europäischen Union wäre der Ausgang ungewiss, aber doch spannend und vielleicht sogar lohnend in Anbetracht der Übermacht und Verdrängung jeglicher Handels- und Existenzmöglichkeit. Eine E-Book-Handelsunion, für den deutschsprachigen Raum müsste sich natürlich auch mit den Anbietern fremdsprachiger Literaturen einigen. Vor allem aber könnten und dürften sie auf manche folkloristische Eigenheit deutscher Leser eingehen und diese besonders berücksichtigen und fördern. Etwa kennt kaum eine andere Kultur die hingebungsvolle Liebe, ja geradezu Verehrung zum Vortrag, zur Lesung, zum phonetischen Ereignis. Man könnte Hybriden entwickeln, die es dem Pendler möglich machen, das Buch, das er abends im Bett liest, am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit akustisch weiterhören zu können. Man könnte den Buchhändlern, ohne ihnen dabei das Wasser abgraben zu wollen, vielleicht zunehmend wieder die Instanz der Vermittlung zugestehen, zubilligen und auch hier natürlich prozentual über Marktmöglichkeiten sich einigen. Die Vermittlung nämlich, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch in Bezug auf meine Kinder sagen, die sowohl im Papier und als auch digital lesen, die Vermittlung von Literatur und wie überhaupt der süchtige Leser an seinen Lesestoff gerät, die lässt tatsächlich im Internet noch sehr zu wünschen übrig. Hier gibt es durchaus sehr viele, glaube ich, Entwicklungsmöglichkeiten, wie auch der Buchhandel wieder zu seiner Vermittlungsfähigkeit und Möglichkeit in dieses Marktgeschehen eingeschlossen werden könnte. Die Entwicklung solcher und anderer Visionen, zusammen also mit der Buchpreisbindung, sind nur einige Handlungsstrategien und
Vorschläge für mögliche Subventionen dieser uns allen bevorstehenden Kulturmarktrevolution. Und das wäre, glaube ich, etwas Geringes, aber vielleicht doch das Mindeste, das wir versuchen sollten zu leisten. Ich danke Ihnen für Ihr konzentriertes Zuhören und übergebe an die Moderatorin. Ja, vielen Dank, Frau Frank. Sie wünschen sich eine Diskussion, die nicht so sehr nostalgisch ist und von Klagen geprägt, sondern mehr nach vorne geht mit Visionen und Strategien. Sie haben ja selber schon ein paar ganz schöne Anregungen gegeben, die wir gleich aufgreifen können. Ich darf Ihnen und Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt unser Podium vorstellen und die Diskutanten auch bitten, hier Platz zu nehmen. Herr Honnefelder sagt, er kommt einen Hauch später, aber die anderen könnten doch schon mal hochkommen. Herr Honnefelder kommt auch. Ach so. Ah, Sie hätten ganz unauffällig zur anderen Seite gehen können. Die anderen nehmen aber jetzt alle teil, ja, richtig? Schön. Frau Frank hat mich natürlich heiß erwischt. Ich wette, wenn ich jetzt sage, was ich hier alles so im Netz über die einzelnen Leute zusammengetragen habe, dann wird da noch der ein oder andere Fettnapf sein. Sie dürfen das gerne benennen. Es ist immer gut für Diskussionen, wenn die Moderatorin sich vorher so ein bisschen zum Deppen macht. Ich darf Ihnen eine echte Berlinerin vorstellen, noch eine, gleich zwei, das ist eine ganz gute Quote. Julia Klaren nämlich, sie hat Musikwissenschaften studiert, sie kann aber auch die Praxis, sie kann Opern singen, stimmt, ne? Stimmte, ja, mit ein bisschen Nachtraining. Und Sie waren schon bei der Gründung des Kulturkaufhauses Dussmann dabei, das war 1997 und damals haben Sie dann den Notenshop geleitet. Seit 5 Jahren leitet Julia Klaren das ganze Haus und das ist ziemlich groß, 650.000 Artikel auf 7.000 Quadratmeter, eine der 8 umsatzstärksten Buchhandlungen, stimmt noch, Deutschlands, stimmt nicht mehr, sondern... Ja. Als einzelnes Haus sind wir mit Sicherheit das umsatzstärkste Haus überhaupt. Mhm. Und Sie vergleichen im Moment mit Filialketten. Wir sind ein Solitär, also sind wir da nicht vergleichbar an der Stelle. Gut, ich muss genauer gucken. Wenn man jetzt hört 650.000 Artikel, dann klingt das ein bisschen anonym. Aber Julia Klaren hat mal gesagt, ich hoffe, das hat noch Gültigkeit, unsere Berater sind besser als jeder Algorithmus. Stimmt das denn? Absolut. Super. Dirk Kurpjuweit ist einer der wenigen Schriftsteller mit Volkswirtschaftsexamen. Er hat lange für die Zeit geschrieben und er schreibt noch länger für den Spiegel. Seine Reportagen sind von literarischer Qualität und erstaunlicherweise findet Dirk Kurpjuweit aber trotzdem noch Zeit für eine Novelle, 3 Sachbücher und 6 Romane, deren Titel von einer gewissen Vielfalt zeugen, von Die Einsamkeit der Krokodile, so hieß der Erstling, bis Angst. Eine Sache weiß ich ganz sicher, Dirk Kurpjuweit und ich kennen uns schon recht lange, deshalb ist er der Einzige, den ich duzen werde, nur dass Sie das wissen. Helge Malchow habe ich erst heute Abend kennengelernt. Er war mal Lehrer und hat seine Verbeamtung in den Wind geschossen für ein Praktikum bei Kiepenheuer und Witsch. Danke, dass Sie nicken. Das hat sich gelohnt. Helge Malchow ist aufgestiegen vom Volontär zum Verlagslektor und hat gar nicht so lange gedauert, bis er dann auch Verleger war. Die Welt nannte ihn, das ist ein wirklich sehr wuchtiges Zitat, den Bismarck der deutschen Literatur, ihren Regenten und Retter. Wow, das hat die Welt geschrieben, das stimmt. Und Helge Malchow hat aber eine ganz andere Erklärung für seinen Erfolg. Er nennt als seine beste Eigenschaft seine Verführungskunst. Wir dürfen also gespannt sein. Herr Honnefelder ist wieder da, Professor Dr. Gottfried Honnefelder. Er ist Rheinländer, er ist Germanist und Philosoph. Er war Geschäftsführer von Surkamp und Dumont, hat die Berlin University Press gegründet und war, wie Herr Malchow auch mal, Verleger des Jahres, allerdings nicht gleichzeitig. Und seit 2006 führt Professor Honnefelder den Börsenverein des deutschen Buchhandels. Haben wir schon gehört, ziemlich viele sind da drin, 5.700 Verlage, Buchhandlungen und Zwischenbuchhändler. Das ist ein Amt, das ist fast so schön wie Papst oder Fraktionsvorsitzender. 2-mal im Jahr nämlich darf Herr Honnefelder herrliche Preise verleihen, den Deutschen Buchpreis und den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Ranga Yogeshwar ist Luxemburger, Autor, Physiker und als Wissenschaftsjournalist im Fernsehen allgegenwärtig. Seine Bücher erscheinen bei Kiepenheuer und Witsch, also bei Herrn Malchow. Und gemeinsam mit Helge Malchow hat Ranga Yogeshwar auch eine Plattform für digitale Bücher entwickelt. Epedio heißt die. Was Bücher angeht, ist Ranga Yogeshwar erblich ziemlich vorbelastet. Diese Fakten habe ich vorhin noch geklärt, die stimmen wirklich. Sein indischer Großvater war Bibliothekar und angeblich sogar ein ganz berühmter, sagen Sie, ne? Ein angesehener, ja. Und Ihre Großmutter, Herr Yogeshwar, hatte eine Druckerei. Die Großmutter wiederum ist Luxemburgerin und Ranga Yogeshwar hat die Gesellenprüfung. Stimmt. Im Druck. Im Druck, klar, wo sonst? Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Publikum und Frau Frank, Sie sprachen gerade von süchtigen Lesern. Ich nehme an, da ist der ein oder andere dabei. Wir haben aber auch ein ziemlich weites Feld zu beackern in kurzer Zeit, deshalb habe ich ganz dezent Wecker auf dem Tisch verteilt. Wir haben 60 Minuten durch 6, da bleibt nicht viel für jeden, aber wir nehmen auch diese Herausforderung an. Und das. Herr Yogeshwar, hören Sie mich schon? Ja. Ich höre Sie. Wenn man mal davon absieht, dass so ein E-Book nicht raschelt, das hier ist ein E-Book, dass es geruchsneutral ist, das hier riecht jetzt nach Leder, weil es eingebunden ist, aber eigentlich riecht es nach nichts, ist das, ich schalte es mal ein, ist das doch eine ziemlich gute Kopie des Papiernen. Also man könnte sich ja fast fragen, ist das ein Faksimile? Es ist dem wirklich sehr ähnlich, dem Buch, und es gewährt dem Leser auch die Einsamkeit, von der Sie gesprochen haben, also diese Möglichkeit, da drin zu versinken, die Zeit zu vergessen, weil man wird ja hier nicht von Mails oder sonst was abgelenkt. Ist das jetzt die perfekte Lesemaschine oder hätte man sich da was anderes einfallen lassen sollen? Das ist die Lesemaschine von wahrscheinlich 2012. Und weil im Internet alles ganz schnell geht, Facebook, YouTube, Skype, nicht mal 10 Jahre alt, alles. Facebook kriegen die Kinder heute mehr als genug davon. Also das ist eine Version 2012. Wir denken mal einfach ein bisschen weiter. Ich war vor 4 Wochen oder 5 Wochen in Stockholm, in einem Forschungsinstitut, wo man jetzt die neuen Bildschirme aufbaut, die eine kleine Kamera haben. Und es entfällt etwas, was beim E-Book oder beim normalen Buch schon mal notwendig ist, nämlich das Blättern. Weil diese Kamera registriert ihre Augenbewegung und weiß, wann sie unten sind. Also es ist schon mal, je nachdem, wo man wie liegt, lesend, vielleicht praktisch. Mit dieser Kamera kann man auch die Augenbewegung während des Lesens registrieren. Und es gibt eine große Gruppe von sehr kommerziell Interessierten, die natürlich sagen, toll, dann wissen wir demnächst, ob Kunden die Werbung, die auf der Seite steht, auch tatsächlich sehen. Wenn wir ein bisschen weitergehen, könnten wir vielleicht sogar überlegen, ob die Pupillenveränderung dazu führt, ob ein Leser an einer bestimmten Textpassage hängen bleibt und wie sozusagen seine Emotion ist. Und da heute alles optimiert wird, kann ich mir vorstellen, dass Julia oder andere in Zukunft Bücher schreiben, die vielleicht optimiert sind. So ähnlich wie Fernsehsendungen. Ja? Da guckt man auch schon auf die Minute genau, wie der Audience Flow ist. Und jetzt haben wir nur von dem Bildschirm gesprochen. Das Buch wird höchstwahrscheinlich auch noch Ihnen eine Geschichte erzählen und Sie lesen die Geschichte und plötzlich kommt Ihr Nachbar vor. Okay? Und die Nachbarstraße. Weil natürlich ist dieses Buch verlinkt und es ist heute kein Problem, wenn Sie das Buch gekauft haben, auch zu wissen, nicht nur wer Ihre Freunde sind, sondern wo Sie wohnen, wo Sie in Urlaub gehen. Und möglicherweise wird sogar Ihr Telefon anfangen zu klingeln an einer bestimmten spannenden Passage und das Buch ruft Sie an. Und das Interessante ist, Sie werden also mit dem wunderbaren, immer noch sehr nostalgisch in Leder gebunden, duftend, ja, das ist noch toll. Die neuen Bildschirme, die ich in Südkorea gesehen habe, sind schon faltbar und durchsichtig. Also wir könnten das weiterspinnen, aber ich sage, das ist jetzt schon ein Oldie. Also
Ich würde den schnell verkaufen. Ein Oldie, aber offenbar gar nicht so schlecht, weil er nicht all das kann, was Sie beschrieben haben. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Vergleich verweilen. Hier haben wir so ein schönes, gebundenes Buch von Judith Schalansky. Nehmen Sie es doch mal in die Hand, vielleicht lassen Sie es rumgehen. Auch das habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe Frau Schalansky erlebt auf der Leipziger Buchmesse und sie hat so sehr davon geschwärmt, wie viel ihr das bedeutet, diese Haptik, der Druck, der Kopfschnitt, von dem ich jetzt gelernt habe, dass er weniger schnell verstaubt. All solche Dinge. Das sind ja Dinge, die das Buch furchtbar liebenswert machen. Dirk, ich weiß, dass du deine Bücher mit Füller schreibst und ich vermute, jemand, der selber mit Füller schreibt, hat was gegen elektronische Tinte, oder? Ja, das muss ich gestehen. Ich bin da hoffnungslos, altmodisch, veraltet. Ich habe das hier mal mitgebracht. Ich schreibe ausschließlich in diese Kladden, die schleppe ich überall mit mir rum, damit ich auch immer schreiben kann, wenn ich mich langweile, also wenn ich bei Herrn Kauder im Vorzimmer sitze und er mich warten lässt und sind das immer im Vorzimmer, Stunden der Literatur, weil ich dann an diesen Büchern arbeiten kann. Das ist ein Stift, ja, der ist handgefertigt aus Holz aus Japan und das ist vielleicht ein bisschen spleenig alles, aber ich muss sagen, dass es mir hilft, sagen dieses Sinnliche, auch das Schöne. Frau Frank sprach ja von der Schönheit im Buch, wie sie auf den Leser und im Leser wirkt. Bei mir ist es schon im Prozess eine Notwendigkeit, es muss schön sein für mich, ich muss mich wohlfühlen, dazu gehört diese Ausstattung, dazu gehört der schöne Blick. Also wenn ich schreibe, dann möchte ich gerne etwas Schönes sehen, ein See oder Berge, ich bin da so etwas empfindlich. Und, du wohnst aber in Berlin, ne? Ich wohne in Berlin, ja. Und mache aber hin und wieder so Klausuren und dann am liebsten schaue ich auf einen Bergsee und da kann ich am besten schreiben. Also ich finde, Buch ist schon in der Entstehung etwas äußerst Sinnliches und dann der schönste Moment für mich immer mit dem Buch ist, den hatte ich gerade jetzt Ende Dezember, und dann kommt dann irgendwann so ein grauer Karton und dann denkt man schon, oh, das könnte der richtige sein und dann öffnet man ihn und dann ist das neue Buch da, an dem man 2 oder 3 Jahre gearbeitet hat und dann zum ersten Mal ist es sinnlich vorhanden, haptisch. Ich nehme es da raus und ja, und dann befingert man es so, befühlt es, riecht mal dran, blättert drin und dann wird die ganze Arbeit, das ganze Denken, das man da reingesteckt hat, wird dann auf einmal so fühlbar. Und das neue Buch ist auch als E-Book erschienen und dann kommt eine Mail und dann ist es da in meinem Computer und das ist natürlich ein völlig anderer Moment, das ist kein Moment der Schönheit oder der Überwältigung. Ein neues Buch zu bekommen, ist eigentlich ein Moment einer kleinen Überwältigung. Mir wird wahnsinnig viel fehlen, wenn es das nicht mehr gäbe. Und deshalb hoffe ich und würde auch dafür kämpfen, dass es das sehr, sehr lange gibt. Ich wüsste kurz noch gerne, ob du nur deine Romane mit dem Füller schreibst oder auch für den Spiegel. Füller immer. Ich habe eigentlich alles mit dem Füller vor. Ah ja. So, ich schreibe es dann nachher auch in den Computer hinein, aber ich schreibe alles mit dem Füller vor. Mit 2 Fingern oder mit 10 Fingern? 10. Oh ja, gut. Frau Klaren, Julia Frank hat es so schön formuliert und der Kopioweit hat es gerade auch aufgegriffen, weil es ja wirklich so eine schöne Formulierung ist, die Literatur entfalte ihre Schönheit im Rezipienten, im Leser. Und sie sagte auch, dass die Worte letztlich nicht davon abhängen, wie man sie aufnimmt, übers E-Book, übers Buch. Sie hingegen, las ich im Tagesspiegel, sagten, wir sind immer noch ein Land des gedruckten Wortes und für die gehobenen Inhalte, las ich dort weiter, sei immer noch das gedruckte Buch entscheidend. Warum denn eigentlich? Sie werden von mir ganz bestimmt nicht hören, dass ich finde, es muss nur gedruckte Bücher geben. Und das ist vielleicht überraschend, wenn ich für unser wunderbares Kulturkaufhaus spreche, wo es natürlich eigentlich das große Leben des gedruckten Buches oder eben auch der tatsächlich gepressten CD oder des Filmes gibt. Also alles anfassbare Kulturmedien, die ihre Ausstrahlung haben und die ihre jeweils einzelnen Mitarbeiter haben, insgesamt 70, die diese Produkte persönlich einkaufen. Das ist das, was dann sozusagen die Beziehung aufbaut zu der Produktwelt und dann auch zu den Kunden. Wenn ich jetzt gesprochen habe von den sogenannten gehobenen Inhalten, ich war selber ein bisschen unglücklich über das Wort, ich habe aber kein besseres gefunden, dann würde ich genau dort die Differenzierung beginnen und sagen, dass es unglaublich viele wirklich hervorragende Möglichkeiten gibt, dadurch, dass es digitale Inhalte
schaffen, über Grenzen hinweg in ganz kurzer Zeit, sehr komplex Zugänglichkeiten zu ermöglichen zu schwierigen Inhalten oder zu komplexen Kommunikationsprozessen oder zu schnellem, genussvollem Lesen und hinterher wegwerfen. Das sind ja Sachen, die alle ihren Platz haben beim Lesen und die alle mit zu einem Leseerlebnis dazugehören. Für mich gibt es nicht das Buch schlechthin und das muss immer gedruckt sein und gebunden sein, sondern das, was eben die Chance ist für diese neue Technologie, ist eben auch noch andere Aspekte des Erlebens für das Lesen und für das Erleben von Kultur- und Bildungsinhalten zu bieten. Aber ich bin mir absolut sicher, dass wir ohne Bücher, ohne gebundene Bücher, nicht leben werden in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, ein Buch ist ein wirkliches Buch, wenn es gebunden ist am Ende. Und im Wesentlichen leite ich meine Position diesbezüglich und auch meine Sicherheit für die Zukunft daraus ab, dass ich sagen würde und festhalten möchte, dass das gedruckte und gebundene Buch der absolut geniale Medienspeicher schlechthin ist. Er ist nicht in Konkurrenz zum digitalen Medium an der Stelle, sondern das ist einfach eine Form der Niederlegung von kulturellem Wissen und kultureller Schöpfung und von Bildungsinhalten, der nicht überholbar ist. Das sind Ressourcen, die nachwachsen, es sind einfach Zeiträume, die damit überwunden werden können und es sind sozusagen Lagermöglichkeiten von Inhalten, da werden die technologischen Wege so nicht mitkommen, wenn wir einfach selber zurückdenken, wie schnell in unserem kurzen Leben sich schon technologische Fortschritte ergeben haben und wir heute über eine Musikkassette lachen zum Beispiel. Und in diesem Sinne wird das gedruckte Buch als absolut genialer Medienspeicher leben und sehr, sehr lange leben, da bin ich mir sicher. Bin gespannt. Herr Malchow, Kiepenheuer und Witsch hat neben den unzähligen, ich weiß nicht wie viel sind, gedruckten Büchern auch 500, um die 500 E-Books im Programm. Haben Sie die genauso lieb wie die Papiernen? Ja, die habe ich genauso lieb. Muss ich ja was machen, hören Sie mich? Ja. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein neugieriger Mensch bin und neugierig bin auf neue Möglichkeiten, die sich durch neue Technologien ergeben. Denn man darf sich ja hier bei diesem Thema nicht in die Tasche lügen. Also wir haben eben hier das hohe Lied auf das gebundene Buch gehört, dass ich auch mitsingen würde und kann. Wie sollte das anders sein, wenn man jahrzehntelang mit Büchern zu tun hat und in diesen Beruf hineingegangen ist, weil man Bücher liebt? Und weil einem Bücher kulturellen Reichtum vermittelt haben. Aber wir müssen ja auch sehen, welche grandiosen Möglichkeiten die Digitalisierung auch für das Buch und für die Welt der Bücher mit sich gebracht haben. Wir reden ja im Übrigen nicht nur über Literatur und über Belletristik und erst recht nicht nur über, wie soll man sagen, hochklassige, kulturell zu verstehende Belletristik, sondern wenn man über Bücher redet, redet man beispielsweise auch über Ratgeber oder Sachbücher. Und da muss man einfach sagen, das, was wir vor 10 oder 15 Jahren in der Ratgeberliteratur gemacht haben, ist hoffnungslos veraltet gegenüber dem, was man heute im Internet, ich erinnere mich daran, dass man früher ein Büchlein sich gekauft hat mit dem Titel »Wie repariere ich meinen VW?« ja? Oder mein Fahrrad. Und jetzt kommt man übers Internet an hybride elektronische Buchformen, in die erstens jederzeit aktualisiert werden können, da braucht man keine neue Auflage, in denen kleine Filme eingebaut werden können, wo man genau sieht, an welcher Schraube man drehen muss, damit man diesen Defekt behebt und so weiter. Also die Geschwindigkeit der Aktualisierung ist grandios, auch die Formatierungen, die Vielfalt der Formatierung sind grandios. Man kann zum Beispiel im Internet in digitalen Formen neben einem durchlaufenden Text, das haben wir zusammen getan, Ranga Yogeshwar und wir im Verlag, Buchformen entwickeln, bei denen man zusätzlich, wenn es notwendig und richtig ist, visuelle oder sogar filmische Elemente mit hineinnimmt, indem man eine Rückbindung herstellt, unmittelbar beim Lesen an den Autor, dem man Fragen stellen kann, bei Sachthemen. Ja, also das gilt nicht für die Belletristik, klar. Also diese grandiosen Möglichkeiten, die sich hier für die Buchindustrie und für das Verlagswesen eröffnen, das wäre ja
Das wäre ja also eine kulturpessimistische Attitüde, wenn man die übersehen würde, sondern im Gegenteil, man muss versuchen, als Buchverlag die großen Chancen zu sehen, die diese neuen Möglichkeiten ergeben. Nur, und das ist die einzige Frage, die man eben auch an die Politik, auch an die gestaltenden politischen Kräfte in diesem Land richten muss. Wir müssen es schaffen, dass diese Neuerfindung des Buches, diese neuen Möglichkeiten, die sich ergeben durch die Digitalisierung, dass die nicht dazu führen, dass dieses andere wunderbare Medium des Papierbuchs, ja, oder manchmal sagt man herablassen der alten Holzmedien, dass die dadurch plötzlich unter einen solchen ökonomischen Druck geraten, dass sie durch eine rein marktwirtschaftliche Logik an den Rand gedrückt werden und verschwinden. Und wir haben eben über Utopien gesprochen. Ich glaube, wir brauchen im Augenblick, wenn wir hier in Deutschland sitzen, bei Büchern gar keine Utopien auszuformulieren. Wenn Sie in England sind, wenn Sie in Amerika sind, wenn Sie in Italien sind, wenn Sie in Spanien sind und mit Leuten sprechen, die dort in Verlagen arbeiten oder die dort Bücher lieben, da gibt es nur eine Utopie, und die Utopie ist Deutschland. Die Vielfalt des deutschen Verlagswesens, die Vielfalt des deutschen Buchhandels, die Vielfalt von Veranstaltungen, die um Bücher herum in Deutschland stattfinden, die Vielfalt, die zu einer irren Qualität, denn Wettbewerb führt ja zu Qualität, führt. Die finden Sie weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, da gibt es Städte mit 500.000 Einwohnern ohne eine Buchhandlung. Das war auch übrigens schon vor der Digitalisierung der Fall. Und dieser unglaubliche Reichtum ist durch ein paar Mittel, gesetzliche Mittel, die ohne großen Verwaltungsaufwand möglich geworden sind, zum Beispiel die Buchpreisbindung und einige andere Rahmenbedingungen, in diesem Land hergestellt worden. Und es geht, wenn man über Utopien redet, geht es darum, diesen Status zu erhalten und auszubauen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir ein Leuchtturm sein für andere Länder, die sagen, wollt ihr Utopien haben, dann schaut nach Deutschland. Das müsste man fast unter zu einem UNESCO-Kulturgut erklären, was wir hier in Deutschland an Buchkultur haben. Und das, was mich sehr berührt im Augenblick, ist die Gefahr, dass man sagt, ja, das ist alles wunderbar, ihr habt eine tolle Buchpreisbindung in Deutschland, wenn man mit den Parteien redet, Sie haben es eben selber auch gesagt, Herr Kauder, die CDU beispielsweise tritt ein für die Erhaltung der Buchpreisbindung, die SPD tut es auch, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, in der Sekunde, wo diese Buchpreisbindung für die elektronischen Bücher nicht mehr gilt, werden wir in 2 Jahren auch die Buchpreisbindung bei den physischen Büchern nicht mehr haben. Und wenn man dann anfängt, mit Mitgliedern Ihrer Partei oder auch anderen Parteien genauer zu sprechen, dann stellt sich heraus, dass es dann schon sehr viel vorsichtiger wird, weil ja zum Beispiel von Brüssel ein anderer Wind weht, weil da in der EU-Kommission Kräfte am Werk sind, die sagen, elektronische Bücher sind keine Bücher, sondern sind etwas anderes. Herr Malchow, Verzeihung, Sie zäumen jetzt schon das ganze Pferd auf. Ich wollte eigentlich an der Schnauze anfangen und so ein bisschen bei also, den Büchern merken, bleiben. Natürlich, ein leidenschaftlicher. Ja, ein leidenschaftlicher. Ja, genau. Also die Leidenschaft explodiert sofort, wenn man merke, bei dem ich Thema merke, sitzt. Ich merke, okay. Ich glaube, wir können das auch hier nicht mehr lange zügeln. Aber vielleicht abschließend für diese sehr nah am Gegenstand Buch orientierte Runde noch, Herr Honnefelder. Es gibt so eine hübsche Anekdote, Stefan Füssel hat die erzählt, der ist Buchwissenschaftler am Institut für Bibliothekswissenschaften in Mainz, und er erzählt, als er in den 50er Jahren Germanistik studiert hat, es ging um Goethe, guckte sich der Professor im Raum um und sagte, stimmt nicht? Nee, der ist gerade 60 geworden. Aber ich habe ein Foto angeguckt und dachte, könnte doch hinkommen. Er erzählt diese Anekdote, als habe er sie selbst erlebt. Die Anekdote ist folgende, Sie können ja noch gar nicht mitreden. Es ist vielleicht auch gar nicht so erheblich, ob Stefan Füssel selbst als Student im Saal saß oder ob er beschreibt, was er von dort reportiert bekam. Jedenfalls erzählt Stefan Füssel die Anekdote, der Professor schaut sich im Saal um und sagt,
alle, die Goethe als Taschenbuch da liegen haben, fliegen raus. Das könnte man sich mit dem E-Book auch vorstellen, aber wie lange glauben Sie denn, Herr Hornefelder, wird das dauern, bis es Taschenbücher nicht mehr gibt, weil die vielleicht am ehesten verzichtbar sind? Sie haben nicht die Schönheit dieser gebundenen Leinenbände. Sind das nicht die ersten Opfer des E-Books? Und ist das schlimm, wenn Sie es wären? Also schlimm ist gar nichts. Nehmen Sie bitte das Mikrofon, danke. Schlimm ist gar nichts. Wie lange es Taschenbücher gibt, das weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Diskussion, die wir jetzt führen um die verschiedenen Arten der Lesetechnik, um die Diversitäten, wie wir alle lesen, bis hin, dass sich der Nachbar meldet oder das Buch meldet und das Ganze dialogisch darstellbar ist, das ist alles spannend und interessant, aber ich finde, das ist doch das Thema, was wir im Zusammenhang der Auseinandersetzung zwischen dem hergekommenen gedruckten Buch und dem digitalen Buch über Jahre diskutiert haben, das haben wir eigentlich gegessen. Also sich heute darüber zu unterhalten, welche Vorteile ein gebundenes Buch bietet gegenüber einem, was ich im E-Book lese, und dass man nicht sagt, das eine substituiert das andere. Diese Thesen sind ja auch längst vorbei. Man hat längst kapiert, dass ein Buch nicht ein Buch ist, es wurde ja eben mehrfach gesagt, sondern es kommt darauf an, was es für ein Buch ist, ob Julia einen Roman schreibt oder Herr Kauder ein politisches Manifest schreibt oder du deinen Ratgeber fürs Fahrrad schreibst oder Herr Hornefelder, wir können auch gleich zur Tat schreiten. Es juckt Sie ja sehr. Also wir können auch gleich zu sprechen kommen auf Russell Grandinetti, den Verlagsmanager von Amazon. Der sagt, Leser brauchen keine Läden. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, das Ihnen dann schon lieber ist. Was brauchen die Leser nicht? Leser brauchen keine Läden und Autoren brauchen keine Verlage. Das ist eine Kampfansage auch an Ihren Verein, oder? Also, ich weiß nicht, dieser Verein, der hat nicht so rechte Kampfansagen. Sie verkennen, glaube ich, das Problem. Da versuchte ich gerade auch, wo Sie mich unterbrochen haben, darauf aufmerksam zu machen. Das Thema, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ein anderes. Wir können auch sprechen über die Veränderung unseres Leseverhaltens. Da liegt das eigentliche Problem, denn Gesellschaften haben sich immer mit ihren Medien gewandelt und Medien haben immer die Gesellschaft gewandelt. Da sind wir tief im Prozess drin. Das hat aber mit dem, was wir im Augenblick über Oberflächen diskutieren, oder wenn Sie mir jetzt so ein Beispiel da geben, wo jemand sagt, wir brauchen da keinen Vertrieb mehr. Ich habe es gar nicht richtig verstanden, was das eigentlich sagen soll. Der sagt, Leser brauchen keine Läden und Autoren brauchen keine Verlage. Das ist schon eine wichtige Aussage, finde ich. Nö, die ist nicht wichtig. Die ist deshalb nicht wichtig, weil es das immer schon gegeben hat und dass das nicht funktioniert, hat die Geschichte auch längst bewiesen. Also Verlage in Holland haben schon in den 60er Jahren Bücher von Autoren nur direkt gemacht. Stephen King hat seine Romane ins Netz gestellt in Fortsetzungen. Jetzt gefällt Ihnen nicht, was ich sage, jetzt unterhalten Sie sich mit ihm. Ja, ich muss mal kurz hier, dass wir so ein bisschen weiterkommen endlich zu dem... Vielleicht darf ich ein bisschen anschließen, weil mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht, weil wir im Moment, und wir sind hier auch in einem politischen Hause, in einer Zeit des Wandels leben und, glaube ich, den größten Fehler machen, wenn wir denken, dass Business as usual auch morgen laufen wird. Das ist der größte Fehler, den wir tun. Und ich möchte sehr klar Folgendes mal unterstreichen. Mir geht es nicht darum, ich liebe Bücher, ja, ich liebe das Lesen auch. Aber mir geht es darum, dass wir im Moment vor einer wirklich historischen Scharnierphase stehen, bei der der gesamte Prozess der Entstehung eines Buches, der Verteilung, gerade über Nacht. Und bedenken Sie das Tempo. Ich wiederhole noch einmal, Facebook ist nicht mal 10 Jahre alt. Eine Umwälzung zur Folge hat, die sich nicht nur auf ein Produktbuch bezieht, sondern, und das ist für mich entscheidend in einer Demokratie, auf etwas, was zutiefst demokratisch entscheidend ist, nämlich
ein Buch ist nicht Schuhcreme, ein Buch hat etwas mit einer Kultur zu tun, ein Buch hat nicht nur etwas mit dem Leser zu tun, sondern mit der Topologie einer Stadt, ein Buch hat mit einer Haltung des Teilens zu tun, die ich in einer Bibliothek sehe, ein Buch hat damit zu tun, dass ich etwas vererben kann. Ich habe wunderbare Bücher von meinen Tanten bekommen und ich weiß etwas, dass wir gerade vor kurzem zumindest schon mal in der musikalischen Digitalwelt erfahren haben, dass diese Art von digitaler Erbschaft nicht funktioniert. Und da sage ich als Bürger, stopp. Natürlich, es gibt tolle E-Books, es wird eine tolle Zukunft geben, aber ich möchte politisch das Buch klar schützen. Ich kann nicht heute akzeptieren, dass über Nacht ein Buchmarkt in Deutschland, sogar in meiner Heimat Luxemburg, ankommt. Wir regen uns im Moment über Dieter Hoeneß auf, aber akzeptieren, dass Amazon als Société Anonyme in Luxemburg tatsächlich dort Steuern bezahlt und nicht hier. Ich als Luxemburger, der in Deutschland ein Buch schreibt, möchte dann auch bitteschön in Deutschland Steuern bezahlen. Wir hören von der Politik kein Wort über die Tatsache, dass die Distributoren wie Amazon oder iTunes nicht sozusagen juristisch hier in Deutschland verankert sind. Also im Klartext, und es gibt genug Warnschüsse. Wir haben einen Warnschuss gesehen in Großbritannien, wo Amazon auf dem Kindle eine Ausgabe von George Orwell gelöscht hat. Auf dem Kindle der Kunden, weil Amazon diese Rechte nicht hatte. Im Klartext stellen Sie sich das beim konkreten Buch vor. Das bedeutet, der Händler kommt zu Ihnen nach Hause, greift ins Buchregal und entnimmt Ihnen dieses Buch. Wir haben eine fulminante Intransparenz, wenn es darum geht, Bestsellerlisten von iTunes oder Ähnlichem durchzugucken. Und überall dort sage ich, das sind politische Entscheidungen. Oder um es ganz konkret zu formulieren, ich möchte eigentlich in Zukunft, dass hier in Deutschland die Transparenz gegeben ist und sie wird gefordert. Wer hier in Deutschland ein Buch verkauft, muss sich öffnen. Wer hier in Deutschland ein Buch verkauft, muss juristisch hier belangbar sein. Ich möchte nicht Bestsellerlisten haben, wie vor kurzem in England passiert, die manipuliert werden von, in dem konkreten Fall Apple, weil sozusagen amerikanische, US-amerikanische Kulturvorstellungen möglicherweise bestimmte sexuelle Literatur nicht unbedingt propagieren. Überall dort gibt es einen enormen Handlungsbedarf und die Entwicklung ist so schnell, dass wenn wir jetzt nicht reagieren, wir in dem Moment tatsächlich ziemlich blöd ausschauen. Diese Geschwindigkeit der Entwicklung möchte ich aufgreifen, die spiegelt sich auch in Interviews, Herr Malchow, die ich von Ihnen gelesen habe. 2011 zitiert Sie der Spiegel noch und sagt, Sie haben keine Angst, Sie sagen im Spiegel, ich habe keine Angst vor Amazon. Vielleicht würden Sie das jetzt auch nicht so formulieren wollen, dass Sie Angst hätten, aber Sie sagen im halbwegs aktuellen Spiegel, dass das Verlagsgeschäft jetzt erstmals in eine Krise käme, nach der alles wirklich anders aussieht. Was hat sich in diesen 2 Jahren getan? Was ist der Unterschied? Was gibt jetzt mehr Anlass zur Sorge? Das waren, soweit ich mich erinnere, 2 verschiedene Themen. Das eine bezog sich auf eine Frage, die ja auch interessant ist, nämlich ist Amazon als Riesenhändler, amerikanischer Händler, der deutsche Bücher verkauft und amerikanische und englische, italienische Bücher verkauft, ist der nicht eigentlich auch der natürliche Verleger von Büchern? Braucht man eigentlich noch Verlage? Das war die erste Frage, habe ich gesagt, davor habe ich keine Angst, weil selbst wenn Amazon sagt, wir verlegen jetzt auch Bücher, dann wird Amazon dasselbe tun, was wir auch tun. Sie müssen mit viel Erfahrung und viel Können die richtigen Autoren und die richtigen Texte finden. Sie müssen mit den Autoren diese Texte veredeln. Sie müssen die richtigen Wege finden, sie zu den Lesern zu bringen. Sie müssen Werbung machen, sie müssen Pressearbeit machen. Sie müssen auch für die physischen Bücher eine schöne Gestalt finden. Sie müssen alles das tun, was in einem klassischen Verlag getan wird und sind dann Konkurrenten von uns. Und da trauen wir uns mit unserer Erfahrung und unserem Können zu, gegen eine solche Konkurrenz zu bestehen. Denn auch im Internet stehen ja trotzdem alle diese Notwendigkeiten da. Also auch wenn Millionen von Menschen ihr Manuskript ins Internet stellen, heißt das ja nicht, dass alle Menschen dieses Manuskript lesen oder lesen wollen oder diskutieren, sondern das muss ja organisiert werden. Da müssen ja Knotenpunkte gebaut werden und das sind Verlage, deswegen hatte ich da keine Angst vor. Dass wir jetzt in Bezug auf Amazon als Buchhändler
und andere digitale Buchhändler in einer großen Krise stehen. Übrigens ist für mich Krise kein negativer Begriff, sondern einfach ein Umschlag von Entwicklungen. Das ist auch richtig, wenn Sie bedenken, dass im elektronischen Bereich, und der ist bei uns, die liegt bei uns im Augenblick bei den wichtigen Verlagen, die Sie kennen, bei ca. 10%, 8-10% unseres Umsatzes sind Bücher, die wir elektronisch verkaufen. Übrigens vor 3 Jahren war es noch 1%, da sieht man, wie schnell das geht. Dass in diesem Bereich aber ein Händler 70% des Umsatzes über sich ablaufen lässt, das bedeutet natürlich, dass wir hier ein Monopol haben, mit all den Gefahren, die eine solche Monopolisierung mit sich trägt, bis zur politischen Manipulation, auf die Ranga Yogeshwar gerade hingewiesen hat, aber auch zum Beispiel, und das ist jetzt der Punkt, um nochmal auf dieses komische Ding Buchpreisbindung zurückzukommen, jemand, der 70% der elektronischen Bücher kontrolliert und dann auch noch in diesem Bereich einen freien Markt hat, der kann natürlich sagen, dasselbe Buch, das 20 Euro kostet von einem normalen Verlag, ein physisches, das neue Buch, der neue Roman von Julia Frank, den biete ich jetzt für 5 Euro an, selbst wenn ich damit kein Geld verdiene. Aber ich kann damit auch die Händler, die nur physische Bücher verkaufen, an die Wand drücken. Deswegen muss man auf jeden Fall erreichen, dass diese Übergänge, vor denen wir stehen, wir werden in 10 Jahren eine Landschaft haben, die völlig anders aussieht. Da wird es elektronische Bücher geben, die sehen identisch aus mit den physischen Büchern, was den Text betrifft. Es gibt aber auch elektronische Bücher, die sind zum Beispiel kleinteilig. Es wird physische, elektronische Bücher geben, die sind ergänzt durch andere Medien, alles Mögliche. Und es wird auch gemischte Marktverhältnisse geben. Aber dieser Übergang in diese neue Welt, der muss so organisiert werden, dass das klassische Buch, das physische Buch, und diejenigen, die diese Bücher zur Verfügung stellen, in ihrer Arbeit geschützt werden durch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Das ist das Entscheidende. Aber die Veränderungen, die werden kommen und die werden grandios sein. Ein Buch ist eben nicht ein Text, der auf Papier gedruckt wird, sondern ein Buch ist ein sprachliches Werk, das auf einem Trägersystem vom Autor zum Leser geht. Wie dieses Trägersystem aussieht, hat sich ja vor 500 Jahren mal grundlegend geändert mit der Erfindung der Buchdruckkunst, und das ändert sich gerade wieder. Und dieser Schritt, dass wir wieder in einem solchen Wandel sind nach 500 Jahren, darauf wies ich hin, als ich sagte, wir stehen in einer riesigen Umwälzung. Vor der braucht man, wie gesagt, keine Angst haben, sondern die muss man gestalten, politisch gestalten. Und da darf man auch keine Angst haben vor einer EU-Kommission, die in Brüssel sitzt und sagt, in Europa muss freier Handel gelten. Und ein E-Book ist ja gar kein Buch, sondern das ist ein Datenpaket, das ja nur ausgeliehen wird oder wie man das auch immer dann definiert. Man muss sagen, nein, die Arbeit, die ein Verlag mit einem Autor investiert hat, um ein Buch entstehen zu lassen, die Frucht dieser Arbeit wird ja beim Lesen eines elektronischen Buchs genauso genossen wie bei der Lektüre eines physischen Buchs. Das ist das Entscheidende. Worin besteht denn diese Arbeit? Dirk, vielleicht kannst du das auch als Autor sagen. Also warum braucht man vielleicht doch einen Verleger und vielleicht doch einen anderen als Amazon? Ich wollte vorher was anderes sagen, weil es klingt ja alles wunderbar und trotzdem geht etwas verloren. Und das ist ja der Buchhandel, das Buchgeschäft. Ich finde ja, dass der Buchladen ein wunderbarer sozialer Ort auch ist. Und für mich ist nichts schöner, als am Samstagmorgen zu Schleichers zu fahren. Das ist meine Lieblingsbuchhandlung in Berlin, in Dahlem, und dort 1-2 Stunden zu verbringen. Und da sind kompetente Verkäufer und die haben die neuen Bücher gelesen und die können mir erzählen, was drinsteht, und die wissen, ob es mir gefallen könnte oder nicht, weil sie mich kennen. Und das ist für mich ein ganz großartiger sozialer Ort. Und es ist einfach auch schön, in einem Raum zu sein, in dem Tausende von Büchern stehen. Es riecht nach diesen Büchern und man kann sich da hinsetzen. Also mir täte sehr leid, wenn das verloren ginge. Und das wird auf jeden Fall, egal wie wir hier, also das Buch wird überleben, aber der Buchhandel eventuell nicht. Und das geht natürlich Sie dann besonders an. Und zu dem anderen, zu dem Verleger, da glaube ich auch, dass Amazon letzten Endes in die Rolle des Verlegers käme und dann gäbe es dort auch Lektoren. Das ist wichtig, das darf nicht verloren gehen. Für mich ist ein Verlag auch eine Heimat. Da bin ich mit meinen Büchern zu Hause. Die Bücher sind Teil von mir, sind Teil meiner Familie. Da brauche ich Leute, denen ich traue, denen ich vertraue, um mich denen auszuliefern mit meinen Texten.
Und das würde sich Amazon nicht leisten können, darauf komplett zu verzichten, um zum Beispiel Kosten einzusparen. Weil wenn man ein gutes, ein ordentliches Buch schreiben will, dann braucht man auch diesen Dialog und braucht diese Aufgehobenheit, die ein Verlag einem bietet. Sie greifen schon dazu. Greift der Handel diese Stärke hinreichend auf, dass Leute wie der Kurbjuweit da hingehen, 2 Stunden schlendern? Also dieses Sinnliche, ist das genug vertreten im Handel? Und ist das vielleicht auch eine Art Schutzwall gegen Amazon oder reicht das nicht? Eigentlich fände ich es interessanter, die Frage etwas weiter zu spannen. Und ich würde eigentlich gerne versuchen, diese verschiedenen Momente, die jetzt gerade genannt wurden, angefangen von Ihnen, die Sie das ausgesprochen haben, was mich auch bewegt, nämlich dass wir an einem also wirklich entscheidenden historischen Punkt angelangt sind und dass es eine Art Scharnier ist, an dem wir stehen, und weiter eben über die Frage, wer sind denn jetzt eigentlich diejenigen, die in diese Wertschöpfungskette hineingehören. Herr Malchow, ich muss sagen, ich bin etwas erschrocken zu hören, dass Sie sagen, Amazon ist ein Buchhändler. Ist er natürlich nicht, er ist ein Logistiker. Und er bezahlt übrigens seine Leute auch nach dem Logistikertarif, by the way. Und letztlich geht es nämlich eigentlich ja um die Frage der Rahmenbedingungen, die tatsächlich am Ende und zukünftig und über lange Zeit hinweg dafür sorgen, dass überhaupt Inhalte produziert werden. Und das würde ich zunächst mal Wertschöpfungskette nennen. Und da würde ich eben dann als nächstes sagen, muss man sich überlegen und versuchen zu definieren, welche Rahmenbedingungen denn überhaupt erforderlich sind, um so eine Wertschöpfungskette zu erhalten. Und dass sie erhalten werden soll, ich glaube, es gibt fast niemanden, der behauptet, dass sie nicht erhalten bleiben soll. Die entscheidende Frage ist ja, wer spielt im Augenblick mit in diesem Markt? Und da möchte ich doch die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die großen Player Technologieunternehmen sind, die im Grunde kulturelle Inhalte und Bildungsinhalte als Medium benutzen, um andere Geschäfte zu machen. Und darüber müssen wir nachdenken. Und wenn wir eben zulassen, dass es einen Markt gibt, in dem jemand wie, ich nenne jetzt einfach den Namen Apple, tatsächlich eigentlich ja hauptsächlich das Interesse hat, seine Hardware zu verkaufen und dafür ein begehrtes und geliebtes Objekt benutzt, nämlich Musik, und damit eben tatsächlich dann sein Geschäft für die Hardware antreibt, dann ist das doch eigentlich kein Händler, der dafür sorgt zu vermitteln. Und dann ist das auch niemand, der für die Zukunft dazu beiträgt, dass es zu einer neuen Wertschöpfungskette kommt, sondern der saugt einfach tatsächlich eben bestehendes Kulturgut in diesem Falle ab. Und das ist in all den anderen Fällen genauso. Bei Amazon, würde ich sagen, ist das zukünftige Interesse eindeutig, dass sie eben auf eine Datenakkumulation aus sind und versuchen eben das, was sie über Kunden erfahren haben, anhand ihrer kulturellen Eigenheiten natürlich nutzen werden für andere Aspekte. Und zuletzt, lassen Sie mich noch auf Google kommen, das ist ein Unternehmen, was ausschließlich darauf abzielt, Geld mit Werbung zu machen, und wie interessant, dass sie gemerkt haben, dass die kulturellen Regungen des Menschen so wahnsinnig viel Ausschluss darüber geben, wie man ihn mit Werbung erreichen kann. Genau deswegen bemühen sie sich darum, an diese Inhalte ranzukommen, und das ist unsere eigentliche Aufgabe, dass wir uns überlegen, wen können wir denn überhaupt uns leisten in einer Wertschöpfungskette, wo wir wollen, dass noch in 20 und in 50 und in 200 Jahren Autoren und Musiker und sonstige intelligente Menschen, Wissenschaftler sich bemüßigt fühlen, überhaupt Inhalte zu produzieren. Sie haben viele Ärgernisse genannt aus deutscher Sicht, und die Frage, Herr Honnefeller, ist doch, wir sind ja eigentlich ein sehr großer Literaturmarkt. Der deutschsprachige ist, glaube ich, der drittgrößte. Ne? Englisch wird erster sein, China ist es nicht? Wie viel ist es? Sagen Sie mal, der zweitgrößte. Der zweitgrößte. Naja. Deutschland als zweitgrößter Literaturmarkt, die müssen doch eine ziemliche Macht haben, Herr Honnefeller. Nutzen wir denn die Macht ausreichend? Das ist doch eine Power, mit der man Amazon, Google und so weiter entgegentreten kann. Oder nicht? Ich glaube nicht, dass das Problem darin besteht, ob wir Macht ausnützen können, um irgendwelche Schutzvorrichtungen zu bauen. Das kann auch nicht der Wunsch an die Politik sein. Also die Marktteilnehmer, die in Deutschland die Verleger sind und die Buchhändler, die sind nicht schützenswerter als alle anderen Marktteilnehmer auch. Aber wenn man sagt, dass das System darin besteht, dass man die Produkte,
die literarisch auf allen Gebieten produziert werden, dass man die sichern muss, sodass philologisch einfach das, was dort produziert wird, auch sicher beim Leser ankommt und nicht verfälscht und nicht verändert. Und wenn man zum anderen sagt, das, was da produziert wird, muss nachhaltig produziert werden, das heißt, es muss permanent bleiben, es muss bestehen bleiben für Jahre. Und wenn man drittens sagt, das wären so die drei Dinge, die ich für wichtig hielte, dass es über den Markt vertrieben werden sollte und nicht andersrum, dann kann man nicht hingehen und kann sagen, das muss geschützt werden. Das hielte ich für einen falschen Ansatz. Es ist umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn die Politik sagt, und das habe ich gerade gestern bei einem Gespräch noch gehört, dass es sehr schwer sei an der Tatsache, dass Amazon nun in Luxemburg eben versteuert mit einem Umsatzsteuersatz von 3% und die deutschen Unternehmen tun das hier ja nun mit 19% oder mit 7% oder wie sie es wollen, dann ist das ein solcher Wettbewerbsvorteil, der einfach nicht aus der Welt einfach diskutiert werden kann. Und das Riesenproblem besteht darin, was kann man daran tun? Und das ist nicht nur ein deutsches Problem allein, sondern das ist natürlich auch ein Problem, was man europäisch versuchen muss zu lösen. Wie man das macht, sehe ich auch noch nicht. Ne? Habe ich richtig verstanden? Sie sagten, das Buch sei gar nicht besonders schützenswert. Da würde Herr Jugeschwar, glaube ich, einschreiten also, wollen. Ne? Sie haben mich eben schon unterbrochen. Jetzt lassen Sie mich den Satz noch gerade sagen, diesen einen Satz. Ich habe nicht gesagt, dass das Buch nicht schützenswert sei. Ich fragte nach, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich habe gesagt, dass die Verleger und Buchhändler nicht mehr und nicht weniger zu schützen seien als alle anderen Marktteilnehmer auch. Als Schuhcreme, Herr Jugeschwar. So, ich darf jetzt. Ich glaube, Herr Honnefelder, wahrscheinlich haben wir da ein sehr unterschiedliches Verständnis. Das ist mir ein bisschen aufgefallen, auch in Ihrer doch sehr marktwirtschaftlichen Wahl der Vokabeln. Ein Buch wird in meinen Kategorien nicht produziert und es ist kein Produkt in dem Sinne und es geht nicht um Markt, es geht um etwas, was viel tiefer ist. Es geht um Kultur. Wir haben vorher von Rabelais gehört oder von sonstigen und vor diesem Hintergrund, und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir gerade auch in vielen anderen Sektoren lernen, ist es so, dass wir in der Gesellschaft bestimmte Bereiche haben, die wir aus diesen rein ökonomischen Kategorien herauslösen müssen. Und wir müssen uns endlich als Gesellschaft trauen, dieses zu tun. Und für mich geht es darum, dass die Topologie einer Stadt mit vielen verschiedenen Buchhandlungen auch etwas von Gemeinsamkeitsstiftung hat, von Zusammenhaltsgefühl, von Teilen. Und das sind nicht sozusagen probate Businessmodelle in irgendeiner Digitalgesellschaft. Und ich möchte einfach, das ist mein Petitum, dass wir bei allen tollen Dingen, die es in Zukunft gibt, das Kind nicht mit dem Wasser, mit dem Bade ausschütten und darüber vergessen, dass Bücher etwas anderes sind. Die Vorgänger haben in Europa offensichtlich eine Buchpreisbindung eingeführt, die, ich sag mal, den elementaren Marktgesetzen und der Logik des Marktes ja eigentlich widerspricht. Das ist ein Signal dafür, dass zumindest unsere Großväter schon mal in die richtige Richtung gedacht haben. Und mein Petitum ist, in heutigen Zeiten müssen wir das verschärft tun und wir müssen es sehr viel intensiver tun, denn dieses Mal ist die Existenz auch von Kleinbuchhandlungen, von sehr vielen Verlagen fragwürdig. Ich weiß, Herr Honnefelder, dass Sie sich das schwer tun. Um es mal ein bisschen spritzig zu formulieren, vor 2,5 Jahren haben wir darüber auf der Frankfurter Buchmesse diskutiert und man kann durchaus lesen, dass damals noch Ihr Börsenverein das E-Book als so verschwindend gering im Marktanteil angesehen hat, dass man gesagt hat, naja, das ist was für andere. Also wenn Sie sich mal die Wachstumsquoten angucken, dann muss man sagen, wir müssen jetzt schnell handeln. 10% finde ich schon bedenklich viel und wenn Sie die Steigerungen anschauen, dann ist es sehr schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht. Möchte Ihnen niemand widersprechen.
Vielleicht darf ich noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ich war in Leipzig, ich habe also mit eigenen Ohren gehört und sorgfältig mitgeschrieben, die Schlussveranstaltung des Bibliothekskongresses. Und da war Christian Sprang, der ist aus der Rechtsabteilung des Börsenvereins, und der hat ganz lapidar gesagt, wenn Autoren keine Verlage mehr brauchen, verschwinden die eben. Da muss man auch nicht weinen, das ist dann so. Ist das tatsächlich die offizielle Haltung? Also, Herr Honnefelder, ist Ihnen das wurscht? Das ist mir nicht bewusst. Und das ist nee, wurscht, wurscht. So. Mein bayerisches R hat nicht geklappt. Naja, also, wissen Sie, das, was wir hier an freundlichen Sätzen mitteilen und was wir sagen, was uns alles an diesem Buch liegt, ja, du lieber Gott, das müssen Sie von mir nicht auch alles noch mal hören wollen. Kein Mensch wird hier in diesem Saal und auch woanders dagegen sein. Es ist ja alles richtig und gut. Und dass der Börsenverein vor 2,5 Jahren gesagt haben soll, dass ihn E-Books nicht interessieren, also das ist schlichter Unfug, das kann nicht sein. Das belege ich Ihnen. Wie? Wir können einen Faktencheck machen, ich zeige es Ihnen. Okay. Aber nicht sofort. Gut, machen wir einen Faktencheck. Jedenfalls das, was ich gesagt habe in den Eröffnungen dieser Messe und bei anderen Dingen, war das Gegenteil. Und was ich dort gesagt habe, halte ich auch für wichtig. Also insofern kann es nicht so ganz stimmen. Also jedenfalls lassen Sie uns jetzt nicht so im populistischen Ergehen in den Freundlichkeiten dem Buch gegenüber schwelgen, das ist gut und schön, das ist auch in Ordnung, können wir tun. Da bin ich direkt dabei, das muss mir niemand sagen, aber es geht im Augenblick um härtere Dinge, und wenn ich über einen Wettbewerbsvorteil außerhalb von Deutschland spreche, dann habe ich einen sehr harten Gegenstand, über den ich nachdenken muss, darf das sein und kann das sein. Und wir sind hier in der Höhle der Politik, und da darf man das, glaube ich, mal sagen, das halte ich für wichtiger, als dass wir uns gegenseitig versichern, dass wir gerne beim Glas Rotwein ein schönes Buch lesen. Also das ist es nicht alleine. Herr Malchow, ich weiß, Sie haben noch was anderes im Sinn, aber vielleicht können Sie das mit einbinden. Wir haben jetzt schon öfter gehört, die Geschwindigkeit ist so schnell, und natürlich verleitet die auch dazu, das ein oder andere falsch einzuschätzen, kann man ja gar nicht anders. Sie haben sich ja, finde ich, beachtlich gut aufgestellt. Sie haben eben viele E-Books im Angebot. Sie haben mit Herrn Jogischer dieses Epedio entwickelt, was weit über sowas hinausgeht, wo man eben ganz viele multimediale Ansätze hat. Also man sollte doch sagen, alles bestens pariert, und doch geht die Entwicklung immer weiter. Jetzt gibt es von Amazon schon Verleihmodelle. Also man hat den Eindruck, die Entwicklung ist Ihnen immer voraus. Nein, es gibt auch andere Verleihmodelle von anderen Anbietern. Man muss vielleicht hier auch nochmal historisch klarstellen, dass die deutschen Verleger oder die deutschen Buchverlage in einer ganzen Reihe von Punkten sehr gut gelernt haben aus dem, was in der Musikindustrie passiert ist. Die Musikindustrie hat eine gewisse Zeit lang die neuen aufkommenden technologischen Speichermedien und alles, was dazugehört, bekämpft als reine Piraterie-Instrumente und hat damit verpasst, eigene Modelle zu entwickeln, Verkaufsmodelle zu entwickeln, um die Musik, die man anbietet, die man im eigenen Portfolio hat, auch über ein Ertragsmodell an den Hörer zu bringen. Und das hat sie 3-4 Jahre getan, bis das Kind mit dem Bade ausgeschüttet war und der Großteil der Jugendlichen, vor allem ging es um Popmusik, in die Illegalität gegangen ist und illegal runtergeladen hat. Das haben die Buchverleger in Deutschland nicht getan. Von Anfang an hat man also erkannt, dass diese neuen Technologien neue Möglichkeiten für unsere Inhalte bedeuten. Und wir haben gesucht von Anfang an nach Möglichkeiten, unsere Inhalte in diesen neuen Medien auf ähnliche erfolgreiche Art und Weise zum Leser zu bringen, wie wir das vorher mit dem physischen Buch getan haben und mit dem physischen Buch auch weiter tun werden. Wir sind dabei jetzt mit anderen Playern in Anführungsstrichen konfrontiert, als das früher der Buchhandel war. Das stimmt, die sind sehr viel mächtiger. Da muss man sehr viel
genauer hinschauen. Da muss man mit sehr viel härteren Bandagen kämpfen. Aber hier, wo wir hier im Bundestag sitzen, wir können ja nur sagen, bei diesen Kämpfen, ja, bei denen es darum geht, unsere Kultur zu verteidigen, die Literatur zu verteidigen, das, was wir tun, um den kulturellen Wert, literarischen Wert dessen, was Schriftsteller in diesem Land produzieren, zu den Lesern zu bringen. Um das zu schaffen, braucht man auch ein paar Rahmenbedingungen, die gestaltet werden müssen. Und diese Diskussion, die ist eigentlich erst am Anfang und die muss geführt werden. Wie können wir es schaffen, einen Rahmen zu finden, bei dem wir nicht, das hört man nämlich im Augenblick sehr häufig, bei dem wir nicht sagen, tja, man braucht doch nur nach Amerika zu gucken, 50% E-Book, Buchhandlung ist praktisch verschwunden, der Unabhängige. Die Ketten, die es da noch gab, ächzen auch schon. Die eine Kette ist schon bankrott, die nächste baut ein Geschäft nach dem anderen ab. Guck doch dahin, das werden wir in 5 Jahren auch haben. Und die Wirtschaft ist eh stärker als die Politik. Und so wird die Reise gehen und zieht euch warm an und guckt, dass ihr bei den paar dabei seid, die am Schluss noch überleben. So braucht man, das halte ich für eine defätistische Haltung, die ja auch absurd ist deswegen, weil sie seit Jahrzehnten in Amerika ein vollständig anderes Verhältnis von Sozialleistungen und Marktwirtschaft haben oder von kultureller Förderung haben. Das Mäzenatentum spielt eine ganz andere Rolle in Amerika als bei uns, wo die Kulturförderung sehr viel stärker staatlich organisiert ist. Also wir haben das Selbstbewusstsein zu sagen, die deutsche Politik und vor allen Dingen die europäische Politik ist aufgerufen, ein anderes Modell, das die Kultur, den Reichtum der Kultur erhält, zu entwickeln, als es in angloamerikanischen Ländern im Augenblick existiert. Und wir können das schaffen, wenn wir das wollen. Und man hört im Augenblick leider zu viele defätistische Positionen, überall, auch in der Politik. Da heißt es, ja, in Frankreich, die Regierung hat eine Buchpreisbindung auch für elektronische Bücher verabschiedet. Was passiert? Sie wird verklagt von der Europäischen Kommission, weil angeblich damit der freie Markt von kulturellen Gütern eingeschränkt ist. Warum geht die Bundesregierung nicht hin? Und wir sitzen ja hier in einer Fraktion, die in der Bundesregierung nun maßgeblich entscheidet. Warum geht die Bundesregierung nicht hin und sagt, wir verbünden uns mit der französischen Regierung und suchen noch die italienische und die spanische dazu und bauen ein Modell auf, das in Europa dann am Ende wirklich anders funktioniert als in den USA. Warum nicht? Wir können das gleich die Politiker fragen. Im Anschluss stehen ja 3 Herrschaften der Fraktion parat, um ein politisches Resümee zu ziehen, wenn sie das wissen, würde ich gerne wissen, was kann denn Ihr Beitrag dazu sein? Also alle sind sich hier einig, es gibt politische Rahmenbedingungen, die müssen gesetzt werden, die setzen aber andere. Natürlich können Sie dafür eintreten und stark machen und vielleicht auch die Kunden wachrütteln, aber letztlich müssen ja auch Verlage und Händler sich bewegen. Frau Klaren, was kann der Handel tun, um attraktiv zu sein gegen so einen Konkurrenten wie Amazon? Muss er vielleicht den Kulturcharakter stärker ausspielen? Das Entscheidende ist eigentlich, dass der Buchhandel, den wir vielleicht alle aus der Vergangenheit noch kennen, sich sehr stark verändert hatte in den letzten Jahren. Der ist sehr stark standardisiert worden. Es gab eine sehr große Kette und eine zweite ziemlich große Kette, die das klassische Buchhändlersein runtergefahren hat und keine Mitarbeiter mehr beschäftigt hat, die wirklich dafür da waren, Bücher zu vermitteln und ihnen auch nicht erlaubt hat, Bücher einzukaufen und Sortimente zu gestalten, sondern wo jemand an einem Ort in einem Büro saß und für ganz Deutschland für 300 Filialen eingekauft hat. Das ist natürlich kein Buchhandel. Und wenn wir über Buchhandel sprechen oder wenn ich über Buchhandel spreche, dann spreche ich natürlich aus der klassischen Vorstellung heraus, dass es eben einen kenntnisreichen Händler gibt, der ein Sortiment gestaltet und das dann auch vertreiben und vermitteln kann. Unser Haus funktioniert so und unser Haus lebt und wächst. Das heißt, von Jahr zu Jahr steigern wir unsere Kundenzahlen und können eben zeigen, dass genau das gesucht und gebraucht wird. Und wir können auch in Berlin sehen, dass der unabhängige Buchhandel wächst. Es gibt sehr viele kleine Buchhandelsgründungen, wo genau dieses Prinzip auch wieder lebt, was einfach zu dem klassischen Buch dazugehört und wie ich hoffe, in Zukunft eben nicht nur für
für gedruckte, sondern auch für digitale Bücher funktionieren kann. Wir würden sehr gerne einfach wirklich beide Kanäle vertreten können. Das geht im Moment technologisch noch nicht richtig gut, es geht auch juristisch noch nicht richtig gut und es geht auf dieser Ebene, dass digitale Buchinhalte und gedruckte Buchinhalte unterschiedlich behandelt werden bei der Frage, wie man sie besteuert, auch noch nicht richtig gut. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, vorhin von Herrn Kauder zu hören, dass er sehr dafür plädiert, an dieser Stelle wirklich den Inhalt zu sehen. Das sind Themen, mit denen man sich tatsächlich ganz grundsätzlich beschäftigen muss. Und da bin ich wieder bei den Rahmenbedingungen, dass man eben tatsächlich gestaltet, wie möchte man, dass in der Zukunft Schöpfungsinhalte wissenschaftlicher oder kultureller Natur in unserem Land oder in Europa, noch besser in Europa, vertrieben werden und an die potenziellen Leser und Rezipienten gebracht werden. Das können wir. Wir können das heute. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, in der Lage dazu, das mitzugestalten. Wir sind keine Opfer, die einfach nur über sich ergehen lassen, was Technologiekraken sozusagen in die Welt setzen. Also so sehe ich uns nicht und so sehe ich uns Händler auch nicht. Und man kann da sehr viel machen. Und das kann man jeden Tag besichtigen an den Stellen, wo Unternehmen blühen und gut funktionieren. Frau Klaren, Sie sind natürlich eine Ausnahme, oder das Kulturkaufhaus Dussmann ist eine Ausnahmeerscheinung. Herr Honnefelder, vielleicht könnten Sie noch mal sprechen für die vielen kleinen Händler, die Sie ja auch vertreten. Was ist da das Beste, worauf man setzen kann? Muss man eine besonders subjektive Auswahl anbieten? Muss man versuchen, sich dem Mainstream anzudienen? Wo ist der Weg? Gibt es einen goldenen Weg? Zeichnet der sich ab? Ich glaube, die kleineren Buchhändler brauchen keinen Fürsprecher. Ich glaube, das Bild, was wir hier entwerfen mit dieser Diskussion, ist vollkommen falsch. Wir können nicht nur aus diesem Medienbild leben, da gibt es die großen amerikanischen Multis, die treten nun in dieses Land ein und antizipieren irgendwo unsere Literatur. Und umgekehrt sind wir das Opfer, wo das nicht weitergeht und dann rufen wir nach der Politik und sagen, schützt uns doch. Ich lese das ja pausenlos, das sind Bilder, die einfach so nicht stimmen. Natürlich ist im Augenblick die Situation durch die Globalisierung sehr, sehr schwierig, das ist gar keine Frage. Aber wenn Sie sich vorstellen können, dass zum Beispiel bei dem ganzen, wie soll ich das nennen, beim Sterben vieler kleinerer Buchhandlungen im Lande, die diesen Prozess ökonomisch nicht durchhalten können, dass gleichzeitig wir beobachten können, dass es eine sehr, sehr große Menge von jungen, frisch gegründeten, unabhängigen Firmen gibt im Buchhandel, im stationären Buchhandel, die ganz klar in diesen Markt eintreten und stationäre Angebote machen wollen, aus dem Gefühl heraus, dass sie etwas anbieten können, gesellschaftlich etwas anbieten können, was teilweise kulturell bestimmt ist, anderem beratend, alles das, was wir eben ja, was vielfach gesagt wurde. Und jetzt kommt das Entscheidende, das scheint zu funktionieren. Es gibt also durchaus eine Bewegung und es gibt einen Mut, der da ist bei jungen Leuten, die hingehen und solche Firmen gründen und auch ein, wenn ich das so sagen darf, ein erster Erfolg zumindest oder eine Wirkung. Man muss das abwarten, man muss das gucken. Ich kann heute nicht hingehen, kann sagen, hier gibt es plötzlich einen neuen Markt, das wäre Unfug. Aber das sind Zeichen, die machen deutlich, dass unser Bild, was wir so insgesamt tragen, von einer guten und einer bösen Welt, also das ist mir einfach ein bisschen zu starker Tobak, das stimmt nicht so ganz. Ja, aber ich glaube, dass Sie das auch zu rosig malen jetzt. Ich bin ja gerade auf Lesereise und bin teilweise wirklich erschüttert über das Elend in den Buchhandlungen in kleinen Städten. Und man muss es wirklich Elend nennen. Ich war zuletzt in einer Buchhandlung, da ist der Buchhändler in sein Geschäft gezogen, in die hinteren Räume, weil er sich keine Wohnung mehr leisten kann. Aber er ist so leidenschaftlich für das Buch, tritt so leidenschaftlich für das Buch ein, dass er sagt, na, mich müssen die am Ende hier raustragen. Ich halte das durch und jetzt lebt er mit seiner Tochter da hinten, was früher die Küche war. Und am Sonntag sitzen sie im Geschäft und lesen Bücher. Das ist ihr Wohnzimmer.
So, und teilweise ist es wirklich so elend, dass ich manchmal sage, okay, ich nehme jetzt gar kein Honorar oder nur noch die Hälfte oder so, weil es wirklich traurig ist. Das ist ein trauriger Zustand. Sie haben vollkommen recht. Und hier in Berlin, das stimmt, da gibt es 2, 3 Buchhandlungen, die neu entstanden sind, am Prenzlauer Berg und anderswo. Aber ich glaube, dass es der Masse der Buchhandlungen, also nach meiner Erfahrung von diesen Lesereisen, wirklich schlecht geht. Der Masse der Buchhandlungen geht es auch schlecht, das hat aber vor allen Dingen einen Grund. Dass über Jahre und Jahrzehnte solche Buchhändler aus großem Idealismus her ein Geschäft geführt haben, was ökonomisch nicht durch, das Ganze nicht durchsteht, wenn es sehr eng wird. Das ist sehr schwierig im Augenblick. Die Frage zum Beispiel von vielen kleinen Firmen, die, ich sage mehr oder weniger, sich selbst ausgebeutet haben, nicht das, was Sie ja da meinen mit Ihrem Bild, dieses Elende, das hat es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben und gibt es auch jetzt. Und da haben wir gewaltige Veränderungen, da haben Sie vollkommen recht. Herr Yogeshwar hat gerade schon so deutlich die Luft eingezogen. Ich glaube, den pressiert es auch. Vielleicht gestalten Sie beide einen hübschen Schluss. Wir müssen nämlich langsam auch Platz schaffen für das politische Resümee, das Sie ja auch alle brennend fordern, Herr Yogeshwar. Wenn wir nochmal die Diskussion hier resümieren, dann sehen wir auf jeden Fall, es gibt einige sehr konkrete politische Forderungen. Also ich möchte nicht hier vom Podium gehen und sagen, wir haben über irgendwas gesprochen. Wir haben über die Buchpreisbindung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir durchaus, glaube ich, als deutsche Nation auch mal sagen können, okay, Amazon in Luxemburg, das geht nicht. Warum können wir das nicht tun? Wir können darüber hinaus, glaube ich, eine Menge lernen über die Verzerrmechanismen, die, wenn das Ganze zu kommerziell geht, dazu führen, dass wir genau das sehen, was im Moment schon eine Achillesferse im Buchhandel ist, nämlich dieses Prinzip The Winner Takes It All. Nehmen Sie einfach mal die 10 oder 5 erfolgreichsten Titel, umsatzmäßig erfolgreichsten Titel, ziehen Sie die mal raus und gucken, ob dann die Branche noch ohne Shades of Grey oder Harry Potter noch überhaupt lesen kann. Das zeigt Ihnen, dass wir da schon eine Art von Abhängigkeit haben, die wir einfach zurückfahren müssen. Und ich sage, die digitale Kultur hat sozusagen den kleinen Buchhändler oder konfrontiert ihn sehr viel stärker mit einer ökonomischen Existenzfrage. Das war vor 20 Jahren nicht so. Vor 20 Jahren konnte er noch, vielleicht nicht gut, aber irgendwie überleben. Aber jetzt steht er tatsächlich vor dem Ende. Und ich glaube, es ist ein Ansinnen eines Staates und einer Kultur, dieses Kulturgut zu schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, es ist nicht der Buchhändler. Es ist ein bisschen mehr und das muss man vielleicht betonen. Und dann kann man das auch europaweit durchsetzen, denn es gibt konkret in Österreich ein entsprechendes Urteil, was auf europäischer Ebene ging, dass Kultur sozusagen nicht diesen profanen Marktmechanismen gehorchen muss. Also die Register sind da, aber die Politik muss handeln. Punkt. Herr Malchow, wollen Sie dem noch was hinzufügen? Vielleicht nur noch einen kleinen zusätzlichen Aspekt. Es ist ja klar, also die Buchhandlungen, die kleinen unabhängigen Buchhandlungen standen alle schon in den letzten 10, 15 Jahren im Wasser bis zur Nase. Aber sie konnten immerhin deswegen überhaupt noch existieren, weil das Buch, und wenn es auch Shades of Grey war, in dieser Buchhandlung genauso viel gekostet hat wie bei Thalia. Nur deswegen konnten sie existieren. Und der nächste Schritt, der jetzt kommt, wenn ein weiteres Stück des Kuchens in die elektronische Welt abgeht, ja, und dort über Niedrigpreise dann eine Dynamik entsteht, die dazu führt, dass man im normalen Buchhandel die Bücher nicht mehr kauft, weil sie da zu teuer sind, dann in der Tat kommt der Todesstoß und dann kommen die 3, 4 neuen Buchhandlungen in Berlin nur noch wie Tropfen auf dem heißen Stein und können aber das allgemeine Buchhandelssterben nicht aufhalten. Deswegen kommt es eben doch darauf an, durch politische Rahmenbedingungen das Kulturgutbuch zu schützen. Übrigens auch, weil diese kleinen Buchhandlungen an der Ecke, die Sie alle kennen, ja auch soziale Punkte, Ranga Yogeshwar hat es gerade genannt, wie der Gemüsehändler, wie der Kleidungshändler, wie alle anderen,
ein Leben, ein kulturelles Leben, ein soziales Leben in den Innenstädten garantieren, das absterben würde. Und deswegen gibt es ja auch mittlerweile Allianzen von Kleinhändlern unter dem Titel Buy Local. Man darf ja nicht vergessen, Amazon verkauft ja zu weit mehr als 50% überhaupt keine Bücher, sondern Waschmaschinen und was weiß ich alles, bis zu Autos. Und die wollen ja auch auf anderen Gebieten, wenn diese Logik weitergeht, daran arbeiten, dass wir am Schluss alle zu Hause sitzen und nur noch auf den Knopf drücken und draußen in der Stadt ist die Wüste, in die es sich nicht mehr lohnt, hineinzugehen. Also das muss ja verhindert werden. Das geht nicht nur den Buchhandel an, sondern auch den gesamten Kleinhandel. Vielen Dank Ihnen fünf hier oben für an- und auch Aufregendes. Ich glaube, wir haben jetzt genügend Stoff zusammen für ein politisches Resümee. Jetzt ist die Politik gefragt. Endlich mag mancher denken. Und mit den praktischen Konsequenzen dessen, was wir jetzt hier erörtert haben, dürfen sich jetzt plagen Dagmar Wörl. Wo ist sie? Verzeihung, ich sehe nichts mit dem Licht da hinten rechts. Verzeihung. Frau Wörl vertritt die CDU-CSU im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien. Und es kommen Günter Krings und Michael Kretschmer, beide stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bitte sehr, kommen Sie doch nach oben. Wir gehen jetzt hier hin. Ja, wie Sie mögen. Danke nochmal dem Podium. Wunderbar, aber für ein paar Minuten brauchen wir, glaube ich, nichts. Nee. Frau Wörl, ich habe Sie nicht gesehen, Verzeihung. Kann Frau Wörl, Herr Malchow hat gerade am Schluss noch mal deutlich gemacht, wie unendlich wichtig die Buchpreisbindung ist. Frau Frank hat es eingangs auch gesagt. Sie hat gesagt, wenn die fällt, das wäre letal. Und Volker Kauder hat ja auch was Wichtiges gesagt. Der hat gesagt, Buch ist Buch und offenbar ist das so ein Schlüsselthema. Die Buchpreisbindung gibt es schon ziemlich lange in Deutschland, 1877. Sie ist fast ein Alleinstellungsmerkmal, aber sie ist eben in Gefahr. Ist das realistisch, dass sie bleibt oder wird sie fallen und wir können gar nichts tun? Also ich glaube, sagen zu können, die Buchpreisbindung, wie sie momentan ist, ich glaube nicht, dass da eine Gefahr ist, dass die aufgehoben wird. Sie hat sich ja auch bewährt, das muss man sagen. Wir haben durch die Buchpreisbindung auch die Möglichkeit der Vielfalt, natürlich von vielen, vielen Autoren, die vielleicht sonst überhaupt keine Chance hätten, überhaupt irgendeinen Verlag zu finden, hier auch, dass sie die Möglichkeit haben. Und ich glaube, die Frage geht, glaube ich, vielmehr darum, wie gehe ich mit dieser Buchpreisbindung grenzüberschreitend zu. Ich glaube, das ist ja das Thema, was ja auch offen ist und was auch diskutiert wird in dem Zusammenhang. Mir hat vorhin in der Diskussion ein bisschen ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von den Vorschlägen auch an die Politik, sondern es hat mehr so geheißen, Politik, jetzt handel mal, ja, aber es ist eigentlich nicht so im Detail gesagt worden, was man eigentlich von uns erwartet. Es ist gesagt worden, ja, geht mal nach Europa und dann überzeugt mal die anderen alle so, dass das jetzt richtig ist, hier Mehrwertsteuersatz hier vielleicht noch in Luxemburg anzuheben von 3%, wo es übrigens eine Klage gibt der Europäischen Kommission beim Europäischen Gerichtshof gegenüber dieser 3%. Und ich glaube nicht, wenn wir uns jetzt zusammentun mit Frankreich oder vielleicht noch Italien, dass wir dann die anderen hier überzeugen könnten. Wir haben mal die Warenverkehrsfreiheit in Europa, das ist nicht so ganz einfach, hinsichtlich der Preisgestaltung hier einzugreifen. Es ist im Binnenmarkt so geregelt und es von heute auf morgen umzustoßen, glaube ich, wird auch nicht so einfach sein. Wir tun unser Bestes. Wir wollen unser wichtiges Kulturgut Buch natürlich erhalten. Es ist kein Thema, es wird auch erhalten bleiben. Es gibt immer den Spruch, das Buch ist tot, es lebe das Buch.
Ich weiß es noch, ich erinnere mich noch an meine Studentenzeit. Also ich, Brockhaus, wer erinnert sich noch? Ich weiß nicht, wer noch ein Brockhaus zu Hause stehen hat. Ich habe gesammelt den Brockhaus als Studentin, wo man nicht so viel Geld hatte, immer gespart, mir immer wieder einen Brockhaus, wieder einen dazu zu kaufen. Das war das Größte für mich, wo ich gesehen habe, der war damals grün, war damals der Einbahn gewesen, wie das gewachsen ist in meinem Regal, wo nicht so viel auch drin war, außer vielleicht studentische Bücher und sonst, was man sonst brauchte. Wir haben ein ganz, ganz besonderes, intensives Verhältnis, ich glaube gerade auch wir in Deutschland, zum Buch, was, glaube ich, andere Länder nicht so haben. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger, vielleicht andere auch von unserem Kulturverständnis hier auch mit zu überzeugen in der Europäischen Union. Mhm. Herr Kretschmer, Frau Wöll hat gerade schon die Mehrwertsteuer ein bisschen angesprochen. Dem galt ja der Satz von Volker Kauder, Book is Book. Er sagte, Hörbücher, E-Books sollten auch darunter fallen. Es sind Bücher in anderer Form und dann könnte man da auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz drauf erheben. Auch in der Runde fiel schon der Begriff, ist das letztlich ein frommer Wunsch oder kann man das tatsächlich umsetzen? Da gibt es ja einerseits national den Haushalt und international gibt es wahrscheinlich im Binnenmarkt auch Regeln, die das nicht ganz so einfach machen, oder wie ist das? Also zumindest ist eins mal klar, wir werden uns dafür einsetzen, dass das Buch als gedrucktes Exemplar auch in Zukunft eine Chance erhält. Und dazu gehören verschiedenste Maßnahmen, wie die Buchpreisbindung. Wir werden uns darum kümmern, um die Mehrwertsteuersätze. Und wir werden das versuchen, auch in der Europäischen Union zu tun. Die Schwierigkeiten hat Dagmar Wörl ja gerade gesagt. Ich bin allerdings in dieser Fraktion für Innovationen und für Zukunft zuständig. Und deswegen will ich zunächst mal sagen, ich finde das eine tolle Sache, dass es E-Books gibt. Ich sehe darin eine große Chance. Und ich sehe zunächst einmal, dass es ein Wert ist, dass jetzt auch viele neue Rezipienten kommen, die über das elektronische Buch Zugang zu Literatur bekommen. Und deswegen finde ich, sollen wir das zunächst erstmal auch festhalten. Aber natürlich geht es darum, dass wir auch das Buch als gedrucktes Exemplar erhalten wollen, dass uns das wichtig ist und dass wir deswegen zumindest alles unterlassen, dass es an Zustimmung, an Chancen im Wettbewerb verlieren könnte. Und darum geht es aus meiner Sicht. Was man nicht tun darf, das ist in dieser Diskussion, glaube ich, an der verschiedenen Stelle, auch in dem Vortrag deutlich geworden, jetzt mit aller Kraft und mit aller Energie eine Zukunftsentwicklung zu verhindern, die nicht aufzuhalten ist. Die Kraft, die man dafür einsetzt, verliert man an anderer Stelle. Und das fände ich schade. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch da ist eines angesprochen worden, um diejenigen, die dieses Kulturgut herstellen, nämlich die Autoren, und da natürlich vor allen Dingen die, die das in einer Qualität tun, dass sie wirklich uns allen etwas mitgeben, die zu unterstützen. Darum muss es als zweites geben. Man darf das nicht nur verengen auf das gedruckte Buch. Ich will das nicht kleinreden, das ist uns wichtig und Volker Kauder hat Dinge angekündigt, die wir auch gemeinsam machen wollen. Aber es ist mir mindestens genauso wichtig, wenn wir das, was wir auch am Anfang gehört haben, sehen, die Literatur, das ist das, was im Mittelpunkt und zunächst einmal das Wichtigste ist. Aus Sicht der Autoren ist ja das Urheberrecht ein ganz wichtiges Thema. Dummerweise ist das juristisch aber auch eins der fummeligsten, Herr Krings. Gottfried Honnefelder sagte, hoffe ich, dass Sie das gesagt haben, ist ein schönes Zitat, alle hätten es gern einfach, aber dann ist es ungerecht, haben Sie gesagt, oder? Habe ich auf der Internetseite des Börsenvereins gefunden. Also alle hätten, aber jedenfalls ist es so, alle hätten es gerne einfach, aber dann wird man eben nicht allen Ausnahmetatbeständen gerecht. Es ist sowieso eine Quadratur des Kreises, Herr Krings, die Interessen auszugleichen, der Urheber wie Herrn Kurpiowait, wie Frau Frank und der Netzgemeinde. Wie kann man denn diese Anreiz- und Belohnungsfunktion, das klingt ein bisschen eklig, aber ist es ja letztlich auch. Also es macht wahrscheinlich doch noch einen Hauch mehr Spaß für viele zu schreiben, wenn sie dafür auch Geld bekommen. Wie kann man diese Funktion aufrechterhalten, ohne dass man die Nutzerinteressen so stark einschränkt, dass man sich da komplett unbeliebt macht? Also das Urheberrecht muss gar nicht kompliziert sein, das kann ganz einfach sein. Es ist kompliziert geworden in den letzten Jahrzehnten, auch schon lange vor der digitalen Revolution, durch Ausnahmetatbestände zugunsten der Nutzer.
verschiedenst, von Religionsgemeinschaften, natürlich über Behinderte, wo wir alle gleich sozusagen einig sind, bis hin zu modernen Schranken, die vielleicht teilweise auch zu weit gegangen sind. Und insofern ist das Urheberrecht nach wie vor das Grundgesetz des Autors und das Grundgesetz der Verlage und entscheidend auch wichtig. Und wir haben in dieser Fraktion ein Prinzip, was uns inzwischen leider, muss man sagen, von anderen Fraktionen unterscheidet, dass in der digitalen Welt die gleichen Maßstäbe gelten müssen wie in der realen Welt. Das Internet ist ein faszinierendes Medium, inklusive dessen, was wir da als E-Books erleben können. Also ich bin ganz persönlich begeistert von der Idee oder von der Möglichkeit, nicht mehr 10 oder 15 Bücher zwischen dem Rheinland und Berlin jeder Sitzungswoche hin und her schleppen zu müssen. Im Bewusstsein, ich könnte ja mal doch mal Zeit haben, sie zu lesen. Ich habe inzwischen ein Methadon-Projekt, mache das jetzt mit E-Book meistens. Das ist praktisch. Da muss man keine Angst vor haben. Aber die gleichen Maßstäbe müssen gelten. Mehrwertsteuer ist ein schönes Beispiel. Das Buch ist nicht deshalb mit ermäßigtem Mehrwertsteuersatz ausgestattet, weil es auf Kohlefaser gedruckt ist, sondern weil es um die Inhalte geht, weil sie eine kulturelle Bedeutung haben und deshalb gibt es ermäßigte Mehrwertsteuer. Das muss dann auch gelten für das E-Book. Also das ist ein wichtiges Projekt an der Stelle. Und im Urheberrecht müssen wir eben auch aufpassen, dass wir die Maßstäbe behalten, dass wir nicht sagen, nur weil es so einfach ist, ein Buch zu kopieren, ein Musikstück zu kopieren, muss es auch erlaubt sein. Also vom Sein auf Sollen zu schließen, war immer schon auch in der Philosophie ein Fehlschluss. Und genau das passiert, diese Ansinnen kommen. Und wir haben gezeigt, wir müssen in der Tat das Urheberrecht anpassen an moderne Anforderungen, aber die Maßstäbe beibehalten. Andere Fraktionen reden viel dafür, dass wir was tun müssen für die Autoren, für Content, für Inhalte. Ich kann nur feststellen, dass wir dann zum Schluss glücklicherweise auch mit der FDP die Einzigen waren, beispielsweise die für das Leistungsschutzrecht eingetreten sind. Ein ganz entscheidender Maßstab, in dem Fall nicht für die Buchwirtschaft, aber für Zeitschriftenverlage. Also ich kann nur alle auffordern, messen Sie die Politik nicht am Reden, am Handeln. Ich glaube, wir haben da was vorzuweisen. Dankeschön. Darf ich da noch kurz nachfragen? Sie sagten, die Korrekturen, eigentlich wäre das eine einfache Sache, das Urheberrecht. Ja. Dummerweise gingen viele Korrekturen zulasten der Urheber. Wie kann man das denn jetzt ein bisschen ausgleichen? Also wir müssen gar nicht so sehr viel an den Regeln ändern, sondern an der Durchsetzung des Rechts. Das gilt übrigens in vielen anderen Bereichen auch. Wenn wir über Europa reden, da geht es auch nicht darum, dass wir einen neuen europäischen Vertrag brauchen. Wir müssen das durchsetzen, was wir schon mal vereinbart haben. Und das gilt im Urheberrecht genauso. Wir erleben zurzeit wirklich die Situation, dass wir zwar ein gutes Urheberrecht haben in Deutschland, dass die Rechte von Autoren aber mit Füßen getreten werden. Und da geht es um Rechtsdurchsetzung, geht es auch nicht immer um die sozusagen Brachialmethode, sage ich mal, dass ich den Staatsanwalt da brauche, sondern wir haben beispielsweise als Union seit längerem vorgeschlagen, ein intelligentes, vernünftiges, auch niederschwelliges Hinweismodell, dass derjenige beispielsweise, der sich in einer illegalen Tauschbörse bedient, auch die erfährt und unmittelbar auch die Information bekommt, da machst du was Illegales und hier sind vielleicht die Alternativen, die du legal machen kannst. Da geht es gar nicht so sehr darum, damit was zu sanktionieren, es geht um Bewusstseinsbildung. Und natürlich am Ende muss auch die Möglichkeit natürlich geben, dann bei dem beharrlichen Rechtsverletzer das auch zu sanktionieren. Also der Rechtsstaat ist da gefordert und zwar nicht nur als Regelsetzer, sondern als Regeldurchsetzer. Vielen Dank Ihnen dreien. Ich möchte diese zum Teil etwas eckige Runde noch mal abschließen mit einem schmuseweichen Zitat, Herr Hornefelder. Es war vielleicht Juli C., es könnte auch Obama oder Volker Kauder gewesen sein, aber ich tippe auf Juli C. Wir müssen schätzen, was wir haben und wissen, was wir verteidigen wollen. Ich finde, das ist ein Satz, hinter dem wir uns wahrscheinlich alle versammeln können und im Feintuning können wir das gleich noch besprechen, was der Einzelne darunter versteht, wo er vielleicht Möglichkeiten sieht, für sich zu handeln oder wo er andere bittet, sich verstärkt dafür einzusetzen. Bevor wir da hinkommen, Entschuldigung, ich hätte fast was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben heute ungeheuer viel über das geschriebene Wort geredet. Es gibt auch andere Erzähltraditionen und wir hören jetzt noch einen Künstler, Dalibor Markovic. Er ist ein Poet, der sich der oralen Erzähltradition verpflichtet hat. Das ist die archaischste aller Erzählformen und sie kann Gedrucktes mitunter ganz schön alt aussehen lassen. Ist jetzt schon zu Ende. Und das zeigt uns Dalibor Markovic mit ganzem Körpereinsatz. Insofern vielen Dank, dass die Bühne schon frei ist. Aber Dalibor Markovics Werke gibt es auch schriftlich, wer dann Interesse hat, als Buch und als USB-Stick. Jetzt aber live und in Farbe und ich hoffe mit hinreichend Platz, Herr Markovic. Auch Sie sehe ich nicht, da kommen Sie.
Ja, Tag. Ich heiße Alibor, ich heiße Sie willkommen. Ich mache erstmal ein bisschen Musik, um reinzukommen. Danach gibt es noch einen Text, so nur für Sie als Ablaufplan. Ne? Gesundheit. Ich habe mal nachgedacht. Mir einfach gemacht. Und ein eigenes Medium erfunden. Und darüber werde ich jetzt erzählen mit dem folgenden Text. Er hat einen etwas kryptischen Titel, ist aber ein Zitat. Aber ich sage nicht von wem. Ich muss vorher noch was trinken. Und zwar heißt er: My mother was Ngampe Pukane. My father is Absoluka. This mixture was not respected. Eins. Ich hatte mal einen Kumpel. Es war ein in die Jahre gekommener, hartgesottener Indianer besonderer Art, denn er war Skandinavier. Aus dem hohen Norden, ein kleiner Ort, so winzig, dass Skandinavian zeige von deinem Mobiltelefon niemals Orten, so viel wäre schon mal klar. Er sagte, er sei obdachlos, aber ob das bloß bezogen war auf die Freiheit, die er fühlte, wenn er Helikopter flog, wusste ich nie. Jedenfalls hatte er keinen Personalausweis und wenn er so mal aus weiß nicht was für Gründen einen brauchte, dann war es ein so laut Anschrift klar gefälschter, denn da stand Straße der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft 1a. Nur von mir kann diese Vorstellung Kraft meines Amtes als Erfinder kommen, denn dieser Indianer befand sich vollkommen in meiner Vorstellungskraft. Ich war jung und brauchte die Welt nicht, denn meine Weltsicht, die wälzt sich in Hügeln, sie wälzt sich und prügelt seit Kindesbeinen die Realität, genauso wie Gaza und Israelern die tägliche Kehle sich springen, dass man in die komische Lage gerät, zwei rhetorische Fragen gemäß seiner Kenntnisse zu stellen. Vielleicht werfen Palästinenser mit Steinen auf Paläste immenser Verzweiflung, damit das jüdische Volk genügend Nachschub bekommt, um seine Toten zu ehren. 2. Warum ausgerechnet immer dieser ausgestreckte Finger? Nun, ich verzichte auf Zettel etc. auf der Bühne und aus purem Kalkül und keiner Lust mehr, mir meine Texte zu merken, erfand ich mir kurzerhand dies hier und zwar Vinyl aus purer Luft. Sauerstoffmoleküle lauern oft so willkürlich in der Gegend herum, man kann sie aber orten und dann ordnen und dann recorden mit der eigenen Stimme. Und was im eigentlichen Sinne die Diamantennadel beim Plattenspieler ist hier anhand des Nagels abkopiert. Die Aufnahme wird über den Arm hinübergetragen und über den Atem in Sprache gewandelt und kundgegeben. Somit könnte man sagen, ist mein Mund das Beben einer Lautsprechermembran. 3. Das Gute an Texten auf Luftvinyl ist, man kann sie scratchen oder das Gute an Texten auf Luftvinyl, das Gute an Texten auf Luftvinyl, das Gute an Texten auf Luftvinyl ist, man kann einsetzen nach Lust und Laune oder man macht eine Kunstpause oder man spielt sie rückwärts herum, man
begibt sich sozusagen in das Revier der Magie, oder anders gesagt, aus purem Glauben wird reine Materie, was meine Martyrien leider nicht minderte, denn was zu Beginn noch ein in die Jahre gekommener, hartgesottener Indianer war, wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer und gemeiner, zuletzt, was eine ganze Baptistengemeinde aus dem Bistum Bad Homburg, man könnte sagen, ich litt unter Christenverfolgung. Wie sich das äußerte, das erläutere ich am besten mit einem Gedicht. 4. Ich sehe, die Sonne hat den Frost entsorgt, hinter mir der Gospelchor geht Ich wünsche Blüten für die Knospen dort, hinter mir der Gospelchor geht Ich höre einen Vogel singt einen Trostakkord, hinter mir der Gospelchor geht Ich summe mit ihm ohne Floskelwort, hinter mir der Gospelchor geht Auf einmal habe ich Lust auf Preiselbeeren. Und hinter mir springen sie in die Luft und sie stimmen ein ins gemeinsame Singen, preiset den Herrn. Ich sehe eine Frau, die in den Rewe rennt, hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Sie bewegt sich wie ein Rebehänd, hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Am Obstregal steht sie daneben, hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Ich frag sie, ob sie diese Beere kennt, hinter mir der Rewe rennt, sagt yeah. Sie stellt sich vor, ich sage, hallo, Julia. Und hinter mir springen sie in die Luft und sie stimmen ein ins gemeinsame Singen, Halleluja. 5. Mit Julia wurde dann alles ruhiger. Dann begann auch mein Studium und schwuppdiwumm war kein Platz mehr für meinen Schwachsinn. Ich war jetzt erwachsen. Keine Gespenster, Chimären, Dünkel, von denen ich denke, sie wären ein Kumpel. Aber ein bisschen vermisse ich die Zeit schon, weil ich fand, dass sie Atem ist, den man zum Leben brauchte. Jetzt bin ich Fantasie-Atheist, der einmal glaubte. Vielen Dank. Herr Dalibor, Sie sind schon so weit weg, aber es war toll. Ganz herzlichen Dank und es war bestimmt nicht nur für mich eine neue Kunstform. Gerne mehr davon. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen allen auch danken, dass Sie so lange zugehört haben. Jetzt gibt es die Belohnung, jetzt kommt der Empfang. Und es wird nicht nur lecker und genügend Gesprächsstoff geben, sondern dieser Empfang wird auch musikalisch wunderschön übermalt. Ich hoffe und wette, Sie haben es schon gemerkt, als Sie kamen. Wir haben einen Pianisten hier, Peter Matt, der hat uns sehr schön begrüßt. Er wird uns auch jetzt weiter mit seinen Tönen begleiten. Peter Matt hatte Klavier schon als Abiturfach. Das Grooven gelernt hat er dann aber beim Studium in Los Angeles. Stimmt, ne? Super. Und jetzt kommt der Knüller. Seine klassische Ausbildung hat Peter Matt nämlich gemacht in Regensburg am Musikgymnasium bei Georg Ratzinger. Die beste Empfehlung für eine C-Partei. Viel Vergnügen.